So, mein Lieben, Hallöchen. So, grüß dich, Justin. Halb-halb, würde ich sagen. Der Saber geht mir die ganze Zeit damit auf den Sack. Folgendermaßen. Stardew Valley Stream können wir machen, aber nicht so lange. Ich habe mir diesmal wirklich, wirklich, wirklich den Dingsbums gestellt, den Wecker. Das ist egal. Folgendermaßen, ich habe was probiert. Das hat nicht so ganz geklappt. Lag einfach daran, dass ich wie heißt's? Ich habe mal versucht, einen Mod zu installieren, dass man mit mehr Leuten als mit vier hier spielen kann. Problem allerdings, es hat nicht so richtig funktioniert. Aber das macht nichts. Wir haben das schon mal ein bisschen im Discord besprochen. Und dementsprechend sind wir zu der Meinung gekommen, dass vielleicht 5 oder 6 Leute doch zu viel sein könnten. Und von daher gucken wir mal, wie sich das insgesamt entwickelt. Ja. So, eben noch gesprochen, ob Bock und so ein Kram. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die reinkommen. Ja, das wüsste ich auch gern. Der Saber hat jetzt ganz kurz, der Carlo hat jetzt eben kurz Brawlhalla angefangen. Was mit dem Sky ist, bin ich jetzt auch nicht ganz sicher. Von daher, naja. Obwohl, ich habe denen ja gesagt, dass ich heute nicht Lust habe. Von daher war das jetzt doch überraschend für die Jungs. Auf jeden Fall hat es nicht so ganz geklappt, wie ich mir das erhofft hatte. Hallo. Guten. Kannst du den Stream rein posten? Wo? In Discord. Ach so. Ja, du kannst auch auf Twitch gehen und hast doch ein Follow da gelassen. Viel zu faul. Du bist ein faules Stück Scheiße bist du. Danke. Ich habe mir diesmal wirklich, wirklich, wirklich den Wecker gestellt. Nö. Das bedeutet, ich habe mir den Wecker gestellt. Den mache ich dir wieder aus. Du machst mir gar nichts, du Lappen. Auf jeden Fall. Anbauer Graf Walner, meine Knie machen mir wieder Probleme. Weißt du, was da hilft, das verdammte Ding mit Pepperoni einzureiben? Das Problem ist, mein Vorrat geht langsam zur Neige. Alles klar. Pepperoni für den alten Drecksack. Kannst du mir noch eine Einladung schicken? Die ist, glaube ich, schon wieder abgelaufen. Echt? Ja. Ach, komm schon. Warum ist die denn abgelaufen? Diese Jugendfrage. Haltbarkeitsdatum. Ja, komm, ist klar. Haltbarkeitsdatum, das ist Ausrede.
Du bist einfach nur zu faul, auf meinen Namen zu gehen, Rechtsklick zu machen und zu schreiben, Stimmt doch gar Lobby nicht. Beitreten. Nee. Natürlich, ich kenne dich doch. Ja. Sind wir jetzt chillig zu zweit oder was? Ja, der Kai wollte unbedingt, aber irgendwie dann doch nicht und ich weiß es nicht. Naja. Der andere hat sich ja noch nicht gemeldet. Ich weiß ja gar nicht, ob dem das Spiel wirklich so gut gefällt. Es wäre natürlich doof, wenn wir jetzt dem seinen scheiß Haus da irgendwie festgesetzt haben. Kann man das nicht mehr wieder wegmachen? Nee, ne? Und dieser ich weiß nicht, ob ich den Platz freigeben kann. George möchte eine Pfeffer, eine Pepperoni. Ja, der ist sowieso, ich weiß nicht, ob ich dem, ich habe dem gerade die eine gegeben. Der kriegt doch heiße Würze. Auf jeden Fall, da brennt's, die brennt zweimal. Jo, Auslösungssuch, kaufe Edelwicke beim Sebastian. Oh, da ist ja die Abigail. Hier gibt es nicht lang. Hier gibt es keinen Schlacks, Abigail, bei mir gibt es den Graf Langlachs. Ist halt echt schade. Das hat irgendwie mit der Mod nicht so ganz geklappt. Normalerweise ist die Mod dran, die startet das Spiel. Soweit bin ich ja auch schon, aber irgendwie soll man dadurch bei der Robin ein Haus kaufen können. Für einen Spieler. Aber das war nicht der Fall. Wenn ich wüsste, wie man ein Schwert benutzt, würde ich diese Höhle am Bergsee erkunden. In ihnen ist es vermutlich angenehm kühl. Die Höhlen am Bergsee? Wenn ich ein Schwert hätte. Aha. Naja, auf jeden Fall, habe ich Dingsbums. Wie heißt's? Mir gedacht, machst du heute noch mal ein kleines Stream. Ich finde das irgendwie komisch. Wir hätten ja heute normalerweise auch spielen können. Das ist ja kein Problem. Normalerweise bin ich auch, stimmtechnisch total im Arsch gerade. Irgendwie. Also ich habe heute eigentlich nicht so viel Lust zu quatschen. Deswegen wollte ich eigentlich nur ein bisschen zocken, ohne halt großartig zu quatschen, ohne zu streamen. Aber wir können gerne ein bisschen rumzocken. Aber irgendwie bin ich dann doch auf dem Stream-Button gekommen. Trauerspiel. Ich weiß nicht, ob ich mir Sniper Elite 4 holen soll. Ist gerade im Angebot. Kenn ich nicht. Das ist wie Sniper Elite 3, nur als Nachfolger. Ja, ich kenne halt diese Sniper-Dings vom Spiel nicht. Du bist schon wieder so leise. Entschuldigung. Ah. Ja, ich verstehe dich halt nicht, kaum oder so gut wie nicht. Und von da jetzt immer so, hm. Ich habe noch 3 Geoden. Drei Stück. Ja, dann muss ich jetzt nochmal zu Clint und muss die aufmachen. Ui. Ich war heute so kochfaul, dass ich mal bei McDonald's was geholt habe. Nee, beim Burger King war ich heute. Burger King mag ich ja so gar nicht. Ich mag das Zeug generell nicht mehr. Seitdem die alle so lange zu hatten, mag ich den ganzen Kram überhaupt nicht mehr. Geh hin, esse es, bin dann so ein bisschen satt und dann merke ich so, ja, weiß nicht. Hast du dir jetzt eine Pizza geholt, wäre es besser gewesen. Ja. Das haben wir ja schon. So, was haben wir denn hier? Erdkristall und Kalkstein. Also Müll. Halle, ich habe. Oh, da ist Penny. Moin, Penny. Schock für mich, danke dir. Bitteschön. Jetzt muss ich nur gucken, wo die Abi geil ist. Das Spiel jetzt so leise gemacht? Ich habe so das Gefühl, dass es gerade extrem leise ist. Hm.
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Naja, auf jeden Fall. Ich finde die Webcam viel zu groß. Ich weiß nicht, ich finde es immer grausam, wenn die Facecam zu groß Justin, ist. Justin, du bist doch selber jung. Aber doch nicht. Justin ist nur jung auf dem Papier. Wenn du ihm ins Gesicht siehst, sieht er aus wie 80. Justin kann sich noch an die Zeit erinnern, als man noch Hexen gejagt hat. Ja. Und seine alte Seele ist viel zu spät wiedergeboren. Deswegen guckt er auch deine Streams. Ja. Das war bei mir auch so. Ich kann mich noch damals erinnern, als ich als Tempelritter gegen die Invasoren gekämpft habe. Das waren noch Zeiten. Da gab es nichts mit Pistolen. Wenn dein Schwertarm vom Wichsen nicht stark genug war und du dein Schwert nicht halten konntest, da war er ab. Hast du schon gegossen? Nee, ne? Ja. Doch. Okay, gut. Kannst mal sehen. Ich bin viel schneller als du, du Lutscher. Okay. Jo. Dann mache ich nochmal eine Angel-Session. Mach das. Oh, ich Vollidiot war doch beim Clint, ey. Der hätte ich auch gleich irgendwie meine Axt oder meine Hacke oder so einen Scheiß einsetzen können. Oh, ich Idiot. Nein. Kannst du ja nochmal zurück. Ja, der macht doch um 16 Uhr zu. Ach so, lol. Das Einzige, was ich heute noch hier machen könnte, ist noch eine Runde sammeln. Und ja. Und der Mani noch was geben. Dass sie mir endlich mal fucking... Ah ne, die hat ja schon Sachen. Dann suche ich nochmal die Abigail. Hier gibt's keinen Schnacks, hier gibt's Graf Langlachs. Ruf an unter Hot Graf. Nur 20.000 Euro die Minute. Auf jeden Fall. Oh nein, der Streamer. Er hat rote Haare. Lasst sie brennen. Wollte ich der Mani nicht was schenken? Ah ne, die Mani hat was hat bekommen. Ich wollte Sachen sammeln und zu Abigail gehen. Boah. Wie gesagt, diesmal bimmelt das Handy so um 20 Uhr. Spätestens. Und dann ist Schicht im Schacht. Ich bin nämlich, ich weiß nicht, immer wenn ich zu lange streame, zwei Tage am Stück, dann bin ich echt im Arsch. Ich weiß noch nicht warum. Ja, zwei Stunden reichen doch. Nee, ich meine generell, also wenn ich jetzt zum Beispiel gestern nicht gestreamt hätte, würde es mir heute wesentlich besser gehen. Die Frage ist, warum geht es mir heute so beschissen? Gut, Samstag 8 Stunden, gestern 6 Stunden oder 5. Man glaubt es kaum, aber man muss wirklich sagen, Streamen macht das Game dreimal so anstrengend wie normal. Also normalerweise Stardew Valley 20 Stunden am Stück spielen ist normalerweise kein Problem. Aber mit Streamen und allem drum und dran... Puh, da muss ich schon ein bisschen... Ja, muss ich schon sagen, hier nicht wirklich. Jetzt kommt der Zug, fährt mich platt. Ist das der Sebastian? Ich will definitiv nicht schwimmen gehen, falls du das fragen willst. Ja, ich will auch nicht mit dir schwimmen gehen. Ich will mal gucken, wer im Bad ist. Erstmal in die Dusche kacken. Im Schwimmbad ist echt keiner, das ist doch doof. Warum ist niemand im Schwimmbad? Kein Bock oder was? Das ist ja grausam. Ja, abends vielleicht nicht. Ja, gerade abends ist doch Schwimmen geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, klingt jetzt doof, aber während meiner Abi-Zeit unsere Schule war halt neben einem Schwimmbad. Und ich bin da nach der Schule immer schwimmen gegangen oder abends. Okay. Gerade wenn wir mal extrem lange Schule hatten, so bis 16 Uhr öfters mal. Weil wir halt Mittagspause hatten, es war halt ein berufliches Gymnasium. Das bedeutet, die Schüler waren halt alle 18. Und da war es halt so, dass wir wählen konnten, ob wir nun wirklich 10 Schulstunden am Montag haben oder ob wir halt freitags dafür 8 Stunden machen, beziehungsweise 6 Stunden. Und da haben wir halt mit der Klasse abgesprochen, okay, wir machen lieber Montag 2 Stunden länger.
Dafür irgendein Fach, was halt keinen Arsch interessiert in der 9. und 10. Stunde. Und dafür hatten wir dann halt freitags nach der 3. Stunde aus. Das war eigentlich ziemlich geil. Und da waren wir halt schon mal locker mal bis 17 Uhr oder so in der Schule. Es war halt vor allem lustig, weil der Lehrer nach 10 Stunden auch keinen Bock mehr hatte. Und da hatten wir nie wirklich richtig 10 Stunden durchgemacht. Und so nach der 9. schon, ja komm, lass gut sein, das schickt voll. Und ja, da sind wir mit dem, sind wir immer zu zweit, zu dritt. Mit der Clique sind wir dann danach immer nochmal schwimmen gegangen, weil es einfach erfrischend war. Und überraschenderweise lief das ziemlich gut. Bist du noch am Angeln? Ja. Okay. Denk dran, es ist dunkel. Ich habe heute nichts gefangen. Ja, dann ist es halt so. Ja, ich habe erst nur einen Fisch gefangen, habe ich. Wow. Du bist ja auch sehr spät erst reingekommen. Warum der Kai nicht kommt, weiß ich nicht. Ja, ich hätte heute aber auch wahrscheinlich nicht länger als 2 Stunden gemacht. Also wie gesagt, zocken können wir durchaus gerne länger. Nur schwätzen werde ich dann nicht länger. Und das ist ja das Problem. Ja, das Ding ist, so zocken gerne, aber ich muss dann, wenn du deinen Stream ausmachst, dann kurz weg. Aber ich weiß dann nicht, ob du da noch Bock hast, irgendwie zu zocken. Müssen wir gucken. Aber wenn, dann ich um kannst du es mir gerne sagen. Ich habe um 8:30 versprochen, meinem Zadja nochmal in den Stream reinzugucken. Sag mal, du willst doch nicht draußen am Strand schlafen, oder? Nein. Ach, Gott sei Dank. Gut sei Dank. Oh. Ei, die Sommerdingsbums, die wir hatten. Die habe ich halt, die Sommersaat, da habe ich alles, was Gold und Silbersterne hat, habe ich halt verkauft. Und deswegen gab das so viel. Nice. Ah, es regnet. Das ist gar nicht mal schlecht. Das ist nice. Na, es regnet nicht, es gewittert. Das ist übel. Oh, da gibt es wieder viel zu verkaufen. Obwohl, ich glaube, die goldene Blume verschenke ich einfach mal. Oh, du hast 100.000 Schritte geschritten. Natürlich, ich bin ein Sugar Daddy. Okay. Hier gibt's nichts zum Schnacken. Hier kannst du beim Laufen kacken. So, wo sind denn die 3 Mädels, denen ich alles geben will? Obwohl, es sind eigentlich mehr. Ich hab nur keine Ahnung, was sie alle so mögen. Und vor allem will ich dann nochmal drüben gucken, auf dem anderen Feld, was da so abbaubar ist. Ja, Chili haben wir noch. Das war, glaube ich, eine richtig gute Idee, einfach mal ein paar von allen Sachen, was wir haben, mal so 5 Stück zu kaufen. Jo. So, jetzt haben wir Hopfen. Die Frage ist, was können wir damit machen? Oder wie können wir daraus Bier brauen, damit die Pam irgendwie glücklich wird? Weiß ich nicht. Brauchst du bestimmt eine Braustation oder so? Offiziell nein, ich weiß nur nicht wo. So. Bam. Na, dadurch, dass ich so viel abernte, level ich Hofarbeit ziemlich gut gerade. Nehme ich an. Ist da wieder jemand am Angeln? Ich habe das gehört. Ich habe gehört, echt? Wie du deine Rute ins feuchte Nass geworfen hast. Oh. Das hört sich schon wieder so falsch an. So, erstmal in die Mädels-WG gehen.
Harley. Müsste ich gut genug mit Harley befreundet. Aber bei ihrer Schwester darf ich überall ran. Danke dir, ich fühle positiv Energie. Oh, super. Alles klar, Emily. Kein Problem. So, jetzt mal gucken. Heute ist Freitag. Das bedeutet, hier kann man nicht so viel machen. Oh, die kümmert sich um den Hamster. Hey, du sollst... Das ist immer gruselig. Das Tal ist im Regen, das Tal im Regen, was? Das Tal ist im Regen interessanter, findest du nicht? Ja, geht so, aber da muss ich nicht gießen. Ist nicht. Auf jeden Fall grüße ich Marco. Wie gesagt, nur bis 18, bis 20 Uhr heute, Maximum. Hey Lea, ich habe was für dich, eine Eichel aus dem Mülleimer. Die wurde schon mal ausgekackt. Die wurde ganz runtergeschluckt und ganz rausgeschissen. Das war eine Verstopfung. Ist klar. Das war eine Verstopfung. Vor allem, guck mal, wie groß sie ist. Kam da rausgeschossen. Wo ist die Lea? Hi. Weiß nicht, ob sie die Blumen mag. Bitteschön. Die Abigail hat, gibt mir jetzt 3 Herzen. Oh, geilo, Milo. Echt? Ja. Nice. Tja, die Abigail wird langsam steil, geil. Da gibt es keinen Klacks. Da gibt es Graf harten Lachs. Okay, der Spruch verliert an Wirkung, wenn ich den zu oft bringe. Man merkt, dass ich nicht so richtig Bock habe. Aber ich muss. Ah, alles meinen, gut. Ich muss ja meinen Zuschauern und meinen kleinen Lümmel ein bisschen treu bleiben. Warte mal, mit Günther habe ich doch nichts zu tun, aber ich will immer zum Schmied. Werkzeuge verbessern. Stahlaxt, jo, aber ich habe keinen Eisenbarren. Machen wir mal die Kupferhack. So, Pam ist durstig. Gut, ich will mal gucken, ob ich eine Brauerei oder sowas hinkriegen kann für die Robin. Bei der Robin. Dann kann ich endlich mal diese hässliche Quest von der Pam loswerden. Wir müssen halt nur gucken, wo wir den hinstellen. Wenn die Robin überhaupt noch offen hat. Bei der Alten weiß man nie so genau. Eine Magma-Geode gefunden. Ah, das ist cool. Also gleich an Günther geben. Ja, das Wetter ist schlimm. Hofgebäude errichten. Stall. Brunnen, ermöglicht Gras zu schneiden. Mühle. Leeres Gebäude. Hier, Schuppen. Das wollte ich euch nochmal sagen. Fülle es mit was auch immer du willst. Der Innenraum kann eingerichtet werden. Das meine ich. Wenn du dir einen Schuppen holst, habe ich mal einen Privatspielstand gemacht. Ganz am Anfang habe ich mir den Schuppen geholt und daraus dann da ganz viele Brennöfen reingestellt. Fischteich, Pferdestall, Schleimstall, Verbandsbehälter, Hühnerstall, Stall. Nein. Der Fischteich ist nice. Der sieht schön aus. Der Fischteich. Müssen wir mal gucken, wie teuer der ist. 5x Seetang, 5x Grünalge, 5000 Gold. Was hast du mir jetzt ausgegeben? Das war nicht wenig. Ich habe gar nichts ausgegeben. Ich bin gar nicht online. Ich bin gerade am Angeln. Was soll ich da ausgeben? Achso, das war Marco. Marco? Der ist doch gar nicht drin. Doch. Echt? Wir sind zu viert? Nee, zu dritt. Der Kai war das, ja. Achso, okay.
Laden. Blauer Sessel, Süßigkeiten-Tisch. Aha. Werkbank, Billigfernseher. Holzfeuerschale, Laternenpfahl. Die Frage ist, wie kann ich... Hä? Die Frage ist, für was? Du sollst mit uns sprechen. Und nicht einfach irgendwas ausgeben. Ich frage hier auch immer nach. Naja, ist aber kein Problem, kein Thema. Ja, wir haben zwar Hopfen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich Bier mache. Wilde Saat Sommer. Ah, wir haben schon fast Ende Sommer, dann macht das keinen Sinn. Ich gehe mal wieder zurück. Moin Willi. Ach du Scheiße, was habe ich mir denn da für ein Abigail angelächelt? Die spielt mit dem Geisterbrett, die Alte. Das ist nicht cool. Oh fuck. Scheiß Müllgammler. Oh, oh Mann, ich wollte meinem Willi gut haben, damit er mir geile Angeln gibt. Weil dann schenkt ihm einfach irgendwas. Paar stramme Lachse oder so. Warte mal, wo ist denn der? Da. Oh, der hat sogar ein Herz bei mir. Warte mal. Ja, ja. Mal her, Willi. Oh, der geht zum Opi. Wir brauchen dafür ein Riesenfass. Das müssen wir erbauen. Alles klar. Ein Riesenfass Bier für die Pam. So sieht's aus. Der ist doch hier gerade reingegangen. Wo ist der auf einmal? Der hat sich teleportiert. The fuck? Ich wollte zur Lea noch was schenken, aber ich glaube, das habe ich schon gemacht. Die Lea hat zu, die schläft im Bett. Und da kommt der Graf vorbei mit seinem Brett. Das findet die Lea aber gar nicht nett. Und da geht die Alte voll steil und schickt den Graf zu Abigail. Yeah. Wie lange sind wir schon online? Eine halbe Stunde, das geht verdammt schnell. Bei Penny im Bett. Endlich darf ich. Ah, die Penny hat jetzt auch schon zwei Geschenke bekommen, die Harley auch. Das bedeutet, ich kann mich bald in der Frauen-WG komplett frei bewegen, wenn die Harley mir jetzt noch ein zweites Herzchen gibt. Und dann ist der Käse aber gegessen. Und dann geht's richtig rund, meine Freunde. Muss ich aber immer hin und her wechseln zwischen Harley und Emily, Emily und Harley. Und irgendwann kommt noch der Davidson. Nur die Guten haben es verstanden, die anderen nicht. Das will ich im Stream sehen jetzt. Was willst du im Stream sehen? Das Mal gucken, was Penny jetzt sagt, wenn sie mich im Bett sieht. Hast du immer ein Bett? Oh, sie kommt zu mir. Aha. So, oh, sie ist auch im Bett. Scheiße. Hat sich rausgeschmissen. LOL, nein, die liegt da im Bett und ich auch. Ich glaube, das interessiert die gerade gar nicht. Die schläft da. Ey, ich schenk dir eine Joja-Cola. Ach, das kann man manuell wegmachen. Yo. Mit der Spitzhacke? Ja. Oha. Das wusste ich ja gar nicht. Also wenn du jetzt am Boden was ausgegraben hast oder so, dann kannst du das wieder, wegmachen, indem du einfach mit der Spitzhacke drauf haust. Das ist ja neues. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, die habe ich schon alles abgeerntet. Der notgeile Sack. Also mal sehen. Ein Kinder Stardew Valley spielen. Dann ist aber die örtliche Brautszene mal ganz schnell. Nett, dass der Bürgermeister Levis uns rausschmeißt. Ja. Ist klar. Also Belästiger brauchen wir hier keine. Das hat mir dein Großvater nicht gesagt. Ich schenke dem so einen richtig dicken Lachs und dann ist der leise.
Ich habe keine Ahnung. Wir könnten eigentlich mal gucken, was wir so machen. Leg das Zeug am besten da oben hier in die Truhe rein. So ein Schuppen wäre ja eigentlich schon ganz geil. Dass wir in diesem Schuppen die ganzen Öfen reinstellen können. Die Frage ist halt nur... Ja. Die Frage ist halt nur, wo wollen wir den hinstellen? Und der kostet halt richtig viel Asche. So, da lege ich mich mal ins Bett. Ich werde mir vielleicht beim Pierre am nächsten Tag einen Kalender kaufen, wenn das in Ordnung ist. Wenn ich das Geld aus unserem Pott ausgeben darf. Was ist denn das gut? Da können wir nämlich immer gucken, wer wann Geburtstag hat. Und wenn wir demjenigen irgendein Geschenk geben, dann können wir dadurch die Beziehung viel schneller verbessern und müssen nicht immer am Brett gucken, wie der Kalender ist. Dann können wir einfach aufstehen, das Ding bei uns im... Ja, 15.000 ist eine ordentliche Summe. Ja, das ist schon ordentlich. Aber eigentlich geht's. Ich meine, wir verdienen ja eigentlich recht gut. Wir müssen einfach nur mal ein paar Tage vielleicht mal wirklich nur auf Geld ausgehen, ohne Beziehung, ohne Sachen abholen und so ein Scheiß. Und dann sollte das gehen. Ha, wir sind asynchron. Jetzt sind wir synchron. So, unser Kai hat noch genug Kohle. Ja, genug. Nee, kein Wasser. Ah, super. Der Kai gibt seinen Kai. Zu euch, das ist gut. Oh, wieder Stardew. Ja, das Spiel hat uns gefangen. Hey, Zatjan, grüß dich. Wie gesagt, ich mache nur bis maximal 7:45. Weil du ja auch streamen wolltest. Warum habe ich das nicht? Nee, das muss ich nicht. Der Carlo geht mir den ganzen Tag auf den Sack damit. Wir werfen mit Stardew Valley. Ich habe heute keine Lust. Ach komm schon. Er geht mir damit so sehr auf die Nüsse, dass ich schon zwei Spiegeleier in der Hose habe. Komm, so schlimm ist nicht. Natürlich. Weißt du, reib mir noch den Schlafstaub aus den Augen. Bin keine 5 Minuten. Habe ich den Rechner hochgefahren? Steam ist gerade so da. Hey, heute wieder aus Stardew Valley. Ich denke mir so, what the fuck? Alter, such dir eine Freundin, Mann. Ja, du auch, Marco. Ja, das ist grausam. Ja, passt schon. So, diesen Kalender hätte ich gerne auch im Zimmer. Die Frage ist, wie teuer ist der? Wenn der unter 1000er ist, dann frage ich nicht. Oh, da ist wieder die Abi, geil. Hier gibt's keinen Schlacks, hier gibt's Grafhartenlachs. Für die Abi, geil, da geht die geile Steine. So, Grasbündel, Rezept. Reis, Öl, Essig. Tapete, Boden, Katalog. Kirschensetzling. Ah, die Obstbäume sind natürlich nicht schlecht, ne? Aber wo kriegen wir denn einen fucking Kalender her, Mann? Ey, wenn... Das ist gemein, Justin. Ich sag's mal so, wenn jetzt noch mehr Leute kommen, die Bock haben... Auf Stardew Valley hätte ich auch kein Problem, noch einen zweiten Spielstand mit euch anzufangen und dementsprechend dann einfach ein... Du hast Penny diese Woche 2... Okay. So, das passt. Ich
Dann habe ich auch kein Problem damit, eine zweite Dingsbums zu machen. So male ich auch noch nicht mal. Was, Robin? Wer ist Robin? Robin für 2000. Achso, bei der Robin für 2000 gibt es den Kalender. Wollen wir den uns holen? Ja, wo kann man, muss man den ins Haus reinmachen, oder? Muss ich mal gucken. Ich hab keinen Bock, dann jeden Tag in dein Haus zu gehen. Abends vielleicht, aber... Ja, du bist doch sowieso versucht... Ich würde sagen, wahrscheinlich eher weniger. Also von daher, ich hab keinen Bock, in dein Haus zu gehen. Das ist voll gelogen, du Arsch. Du wartest immer, bis ich im Bett liege und dann guckst du mir beim Schlafen zu. Nein. So, laden. Kalender 2000. Ist es okay, wenn ich den kauf? Kai? Jo, könnt ihr. Jetzt muss ja keiner was sagen. Der ist ja nicht im Chat drin. Also im Chat schon, aber. Ja, hat ja geschrieben. Gut. Kann ich eigentlich Menschen, die auf der Farm drin sind, wieder kicken? Weil ich weiß halt nicht, ob der Psi auf Dauer Lust hat, hier mitzuspielen. Ich weiß nicht, was das Thema angeht, relativ still und beim letzten Mal ist er auch ohne Wort einfach abgehauen. Weil wenn der nämlich jetzt keine Lust hat oder halt nicht auf Dauer reinkommt, dann könnte ich die Svetlana eigentlich rausschmeißen und dann könnte der Satyan vorbeikommen. So, die Frage ist, wo kann ich den in deinem Haus muss er platziert werden. Alles klar. Alles klar, in meinem Haus. Ich würde sagen, rechts neben dem Kamin. Dann sagst du uns einfach immer Bescheid. Genau. Ich würde es dann so machen. Morgen ist irgendein Fest. Wir müssen halt gucken, ob ich so lange wirklich Lust habe. Wie gesagt, ich denke mal maximal 2 Stunden will ich, weil ich bin eigentlich total echt im Arsch. Meine Stunde ist auch voll im Arsch eigentlich. Lag einfach daran, dass ich schon zu lange am Wochenende gestreamt habe. Das habe ich öfters, wenn ich jetzt zu lange streame und das 2 Tage hintereinander. Wenn ich gestern nicht gestreamt hätte, würde es mir heute stimmtechnisch besser gehen. Das ist aber eigentlich normal. Das sind ja auch Menschen, die hier ihr Arschgesicht in die Facecam stecken. Du musst ja nicht streamen, wenn Zazia mitspielen will. Dann können wir einfach im Discord chillen und weiterzocken. Das können wir auch machen. Naja, mal gucken, wie lange ich heute wirklich Bock habe. Wenn es gar nicht geht. Wer baut denn hier immer so viel Dingsbums hin? Warum ist jetzt vor meinem Haus ein Dreierweg und warum wird ein Viererweg gebaut? Das ist voll schön. Warum so viel? 2 kann ich ja okay verstehen, schöner Weg, aber 3, das ist dann... Wenn du jetzt sagst, du willst hier so 2 haben, okay, von mir aus. Aber doch nicht so viel. Nein. Ja, du kannst ja wieder abbauen. Du kannst es ja wieder abbauen. Toll, muss ich deine Sachen wieder abbauen hier? Ja, wenn du irgendwas aufbaust, was ich irgendwie nicht verstehe... Nein, guck mal, ich finde, das sieht geil aus, wenn hier einfach so ein kleiner... So, weißt du, dass man so nicht so geht, sondern so ein bisschen so. Ja, das geht ja noch, aber das war ja halt hier irgendwie hier drin. Ja, das war ein bisschen klumpig. Und dann hier 4. Also. Ja, weil ich keine Wege mehr hatte. Mach's aber nicht zu groß. Ja, ich wollte's über den ganzen Hof machen, weißt du? Kannst natürlich auch die Truhe umsetzen, wenn du Bock hast, ne? Geht das? Ei. Geht das mit der Axt? Oder musst du die erst leer machen? Ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube, die musst du erst leer machen. Ja. Und dann kannst du umbauen. Aber machst du dann noch wieder Silber, weil da das Ganze dann das Mineralien reinkommt. Vielleicht legen wir die irgendwie woanders da mal hin. Oder wir sagen wirklich, dass wir uns wirklich diesen Schuppen holen.
dort eine Reihe Öfen platzieren und dort auch vielleicht ein paar Truhen reinstecken, dass wir wirklich so ein Lagerhaus haben und die nicht einfach hier überall draufhauen. Halt Holz an sich hätten wir genug, aber halt 15.000 Gold. Wer gibt denn? Ach so, ich wollte jetzt schon magen, wer hat denn schon wieder so viel Geld ausgegeben? Das war ja ich. Wer gibt? Entschuldigung. So. Ich glaube, ich mach mal was Schönes. Dann mach mal was Schönes. Ja. Aber bespann die Penny nicht. Ach, toll. guck, das hat er sich. Ich wusste, was du tust. Nee, alles gut. Aber warte mal, der Tag ist doch schon fast vorbei. Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob es was bringt, die Sense zu verbessern. 15.000 wäre ja kein Problem mit meinen Kisten, aber die will ich ja nicht jedes Mal abgeben. Sonst wäre das zu langweilig. Hä, mit deinen Kisten? Ein zweier Weg ist schon satisfying. Ja, das ist okay. Aber nicht mehr, wie gesagt. Wir müssen ja auch gucken, dass das Layout dann auch dementsprechend irgendwann passt. Jo. Lass mich mal kurz gucken. Morgen könnte ich mir meine Hacke wiederholen. Der Sommer hat nur 28 Tage. Okay. Also wenn ihr nichts zu tun habt, könnten wir uns ja direkt schon mal ins Bett legen. Können wir machen. Ich weiß zwar nicht, was du mit deinen Kisten meinst, Kai, aber wenn du meinst, dass du da ganz viele durch diesen Bug und diesen Item-Code, den du da gerne benutzt, keine Ahnung, warum du dich immer noch nicht umbenannt hast, halt da ganz viele Items irgendwo drin hast, dann wäre es schön, wenn du die mal stecken lässt. Ich finde es halt auch irgendwann blöd, wenn man sich halt zwar alles von Anfang an kaufen kann, aber damit kann man sich das Spiel auch kaputt machen. So hatte ich mir beim ersten Mal das nämlich gehabt. Dann habe ich einfach die Editor-Datei genommen und habe mir eine Million Gold ins Inventar reingehauen. Habe mir ganz viele Sachen gekauft und habe dann gesagt, toll, jetzt hast du es. Und jetzt hatte ich nach 2 Stunden keine Lust mehr. Ja, so funktioniert das Game halt auch nicht. Und dann habe ich es auch nie wieder angepackt. Und deswegen kenne ich das Spiel nicht so wirklich. Jade. Hühnerstatue, eine. Warte mal, vielleicht kann ich das Bild ja doch irgendwo aufhängen. Ah, mein Haus sieht jetzt langsam echt ein bisschen voll aus. So, ja, deswegen gibt es ja bei den Einstellungen wegen wie gesagt, ich wollte einfach mal ein paar Sachen testen, wollte mal gucken, wie was aussieht, was man so für was braucht. Ich kann es verstehen, warum es das drin ist. Wegen Debug-Modus und wirklich mal austesten oder so. Oder für Walkthroughs. Also generell von vornherein sagen, Cheaten ist langweilig. Würde ich persönlich jetzt nicht sagen. Ich bin jetzt zwar auch kein Freund von Cheaten, aber für manche Sachen kann man das mal machen. Gerade bei Offline, vor allem bei Offline-Spielen ist es mal nicht so, ist es nicht schön, nicht schlimm. Und zum Beispiel bei Gothic 2 Nacht des Raben habe ich auch mal eine ganze Zeit lang viel gecheatet, einfach mal um ein bisschen Dampf abzulassen und so ein Kram. Auf meinem Kanal gibt es ja auch ein Let's Play. Da habe ich auch manchmal mich wiederbelebt, weil ich es speichern vergessen hatte und dann 3 Stunden Aufnahme verkackt wären. Das wäre natürlich ärgerlich, aber für so ein Let's Play war das halt schon mal dann in Ordnung, sich dann auch einfach mal wieder zu überleben und dann zu speichern.
gerade bei Gothic 2, wenn du da wirklich 5 Stunden spielst, vergisst zu speichern, dann stirbst, dann kannst du den ganzen Scheiß neu machen. Bei Multiplayer-Spielen ist Cheaten die absolute Todsünde. Und bei so Farming- und Aufbauspielen, das ist so ein Hin und Her. In der Regel nicht so geil. Aber auf der anderen Seite, bei Minecraft zum Beispiel, habe ich das auch manchmal eine Zeit lang gemacht, einfach weil ich mal was bauen wollte. Aber da ist ja, da habe ich so das Gefühl, dass es dann ein bisschen was anderes ist. Hallo Grafreiner, heute Nacht um 22 Uhr wird was Wunderschönes passieren. Die Mondlichtquellen werden an Pelikan vorbeischwimmen, Quallen, um ihre lange Reise in den Winter zu beginnen. Wir versammeln uns alle am Strand, um ihnen zuzusehen. Und das solltest du nicht verpassen, man sieht sich heute Nacht, Demetrius. Ja geil, warum gibst du mir... Warum hast du mir die CD gegeben? Du hast die aufgehoben, jetzt heul nicht rum. Kannst sie auch in den Mülleimer werfen, du Lappen. Du kannst sie auch in den Mülleimer werfen, du Lappen. Ich bin nicht dein Mülleimer. Doch. Naja, auf jeden Fall, da gehen wir heute Abend auf jeden Fall hin. Nö. Natürlich, ich will natürlich mit der Abigail das einen angucken. Das bringt mir Pluspunkte ein. Vielleicht lässt sie mich dann in ihr Land des senkrechten Lächelns. In ihr Land des senkrechten Lächelns. Ihr werdet da wahrscheinlich auch hingehen wollen. Ja, klar. Und der Kai will wahrscheinlich zu seiner Lea mit ihr und ihrem Holz mal ein bisschen rumhämmern. Und du wirst wahrscheinlich permanent versuchen, die Penny klar zu machen. Und die wird wahrscheinlich sich eher um die Kinder kümmern, die voller Upturn sind. Voller Cockblock. Das ist wirklich so, ey, wie sie da immer rumläuft mit ihren Kindern, Alter. Und diese kleinen Kindern. Und die sind dann da. Teacher Penny. Und die dann so, ja, ich bin gerade mit meinem Freund unterwegs. Cockblock. So, ja, ich würde nicht sagen, dass das Cheaten ist, sondern es ist ein gewollter Fehler. Gewollter Fehler vom Entwickler. In dem Satz steckt schon zwei Widersprüche. Cheaten wäre es, wenn wir die Teile so einfach machen. Okay, ja. Die tun geben bei dem Standardeinstellung 5000 und bei den anderen Einstellungen geben. Ja. Naja. Aber trotzdem, es ist so im Standardgebrauch nicht drin, dass du dir die Items durch den Itemcode kriegst. Aber ja, so richtig cheaten kann man es nicht nehmen. Man kann diskutieren. Aber trotzdem. Leckt der Stream bei mir nur so, oder? Also ich bin bei 6000 Kilobits Upload-Rate. Ich weiß nicht, ob es nur bei dir so ist oder ob es bei den anderen auch ruckelt. Dann ist nur bei dir der Fall. Alter, ich habe übelst krasse Sachen gekriegt. In der kleinen Höhle? Nee, von dem Magma-Geode. Achso, du hast sie gespendet, da kannst du dir eine neue Belohnung holen, ne? Nee, ich habe die gerade analysiert und da sind übelst krasse Sachen rausgekommen. Wo hast du die analysiert? Beim Museum? Nee, beim Schmied. Achso, Magma-Geode, die konntest du... Ja, stimmt. Stimmt. Geoden sind ja Sachen, die halt, die aufgehen. Ah, ich hab meine Hacke hab ich beim Clint. Da hast du auch nicht unrecht, Justin. Wie gesagt, das mit den Schatzkarten war natürlich vielleicht noch ein bisschen übertrieben, aber dafür war das okay. Aber wir können uns noch keine Belohnung abholen. So, jetzt will ich schon mal zum Clint. Yes. Ja, ich muss ja zu Penny, fuck. Erstmal zu Penny. Werkzeuge verbessern. Kupfergießkanne. Kupfermülleimer. Wenn du einen Gegenstand entsorgst, erhältst du 15% des Wertes zurück. Ich will aber keinen Gegenstand entsorgen.
Was ich entsorge, ist sowieso Müll. So. Wunderbar. Ich habe jetzt nochmal meine Gießkanne verbessert. Das bedeutet, ihr müsst euch jetzt erstmal ums Feld kümmern. Und ich denke mal, ab dann sollten wir dran arbeiten, dass wir auch so Sachen, dass wir wieder Dingsbums holen. Nein, ich habe nichts für die Lea. Vielleicht ist noch was im Müll. Wer hat denn den Frauenmülleimer schon wieder durchwühlt? Nicht. Ich weiß nicht. Nee, alles gut. Das war der Kai, dieser kleine Spießer. Ah, okay, du hast es schon ausgegraben. Super. Jetzt muss ich noch ein paar Geschenke holen. Und den Bräuten ein bisschen was geben. Warum braucht die Mani so lange, um uns dieses fucking scheiß zweite Herz zu geben? Ich geb da jeden Tag eine Blume, ey. Muss ich jetzt zwingendermaßen nicht hier rechtfertigen für den Item-Code. Aber der ist dann doch. Grüße zum Thema Mogeln. Muss ich sagen, warum ihr solche Spieler mitspielen lässt, die immer nach so einem Spiel kaputt und wissen gar nicht. Ja, ich sag's mal so, das war jetzt mit diesen Schatzkarten nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber war jetzt auch nicht so tragisch, dass man deswegen jetzt direkt Spieler bannen muss oder sonst was. Von daher bin ich jetzt nicht so der Typ, der gleich von Anfang an alles blockt und direkt hier auf die Barrikaden steigt, wenn irgendwas nicht so passt, wie es rechtens ist. Es kommt halt immer drauf an, was für Maß. Vor allem hatten wir das ja besprochen, dass wir die Schatzkarten dann doch verkaufen können. Von daher, es lief ja nicht einfach so, ich verkaufe die Dinger und zack, haben wir 30.000 im Wert. Sondern es wurde ja dann gefragt, soll ich die verkaufen oder lieber doch wegschmeißen. Von daher war das nicht unabgesprochen. Von daher ist es vollkommen legitim. Und deswegen haben wir ja dann auch gesagt, dass dann andere Sachen nicht weiter verkauft werden. Emily! Ich hab was für dich, Baby! Danke dir! Super, wunderbar. Ist hier nicht irgendwie noch eine Blume oder so? Doch, nee. Oh, fuck. So, mal gucken, wo ist denn die Harley? Kann ich dann. Bei der Harley hab ich. Die war doch da gerade. Ach so, oh ja. Ich wollte ja jetzt. Wie gesagt, ist nicht so tragisch. Wir wollen jetzt mit niemandem so großartig ins Gericht gehen. Von daher bleiben wir mal entspannt. Da muss man auch mal. Bitteschön, und jetzt lass mich in dein Schlafzimmer rein. Ja, ich kann endlich rein. Du hast Mani. Violette Glücksshorts. Level sucht sich ja danach. Ja, die Mani hat mir jetzt endlich zwei Herzen gegeben. Super. Mir auch. Oh, lol. Nice. Aber jetzt hast du die schon, ne? Ich weiß nicht, ob du die noch kriegen kannst. Aber wenn nicht, dann ist egal. So, wen haben wir hier? Bitteschön, Harley. Jetzt werden wir mal gucken. Harley, zwei Herzen? Ja, nein, noch nicht. Nein, okay. Gut. Super. Das ist doch super. Nee, bescheiß nicht eben. Ich mag selbst bescheißen und so nicht. Wie gesagt, bei Einzelspieler spielen, um einfach mal Dampf abzulassen, ist das okay. Ich habe ja persönlich, wie gesagt, Gothic 2 Nacht des Raben gespielt, kenne auch nur die Älteren, weil es halt ein extrem altes Spiel ist. Und da habe ich dann auch schon mal beschissen. Ne? Da habe ich mich dann auch mit, was weiß ich, 100.000 Mana hingestellt, 200 schwarze Trolle mal mit dem Marvin-Mod irgendwie spawnen lassen und dann die ganze Stadt mal gekillt. Weil ich einfach mal richtig Spaß haben wollte, ja.
Ja, sowas macht dann auch manchmal echt Spaß, aber in so einem Spiel ist das eben was ganz anderes. Im Let's Play habe ich es halt. Oh, du hast sie gefunden. Wo? Oh, also dort. Ich habe keine Ahnung, wie sie dorthin hinkommen konnte. Das bleibt so. Wo wohnt dieser Levis? Der Levis, der wohnt hier in dem silbernen Haus mit dem großen Pickup-Truck. Wie gesagt, bei Gothic 2 Nacht des Rahmen habe ich auch durchaus den ein oder anderen Spielstand. Nein, Mann, jetzt schon zu. Fuck. Hast du. Guck mal, ob du die Quest noch hast. Mit der Shorts, ja, Bürgermeister. Ja, hab ich. Okay, dann musst du die auch noch mal holen. Und von daher kann man da schon mal. Obwohl, beim Let's Play habe ich, glaube ich, auch zweimal beschissen. Bei Gothic 2 Nacht des Rahmen, da bin ich. Habe ich vergessen, weil ich im Kommentieren war. Und im Let's Play habe ich vergessen zu speichern und dann bin ich halt gestorben. Und bei Gothic 2 ist es halt so, wenn du stirbst, musst du neu laden und das, was du erspielt hast, musst du neu machen. Und da werden mir einfach zwei oder drei Stunden Videomaterial abhanden gekommen. Die hätte ich dann löschen müssen und den ganzen Kram nochmal neu machen müssen. Von daher habe ich mich dort einmal dann mit dem Cheat-Menü wiederbelebt und dort dann einfach mal, wie heißt's? Dann halt gespeichert und dann wieder ohne Cheat-Menü natürlich dann weitergespielt. Da muss ich halt sagen, in dem Let's Play habe ich schon zweimal gemogelt. Von daher lag aber nicht daran, weil ich kein Problem hätte, das neu zu machen, sondern wenn du in der Aufnahme bist und zwei Stunden dir den Mund fusselig quatscht und dir Mühe gibst, dann. Wir müssen zum Strand. Ach so, stimmt, zum Strand, ja! Habe ich ja total vergessen. Von daher, habe ich halt bei Gothic 2 dann auch schon zweimal den Wiederbelebungs-Cheat eingesetzt. Schande über mich. Aber wie gesagt, ich wollte halt nicht nochmal irgendwie. Ah, es war Abend, es war 10, ich war total fertig, hatte aber schon Lust, da weiterzumachen. Und, oh, die Abigail läuft hier rum, aber irgendwie hat die keinen Bock auf Strand. Naja, vielleicht läuft sie ja dahin. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf den Kai, dass der vorbeikommt. Ich habe ja bei dem Spiel dafür mitgenommen, was geht. Und ich habe ja vom Spielerlebnis nichts mit weggenommen. Ich habe mich nur einfach mal wiederbelebt. Wo ist Penny? Da ist Penny! Hallo Pam! Sag Gus nichts davon, aber ich bin ein wenig enttäuscht, dass es heute kein Buffet gibt. Es ist so eine Gammlerin. Mondlichtquallen, ich frage mich, wie die schmecken. Ich würde sie natürlich nie versuchen. Ja. Penny, was geht? Das Leben ist für eine Qualle so einfach, sich einfach immer von den Wellen tragen zu lassen. Achso, das seid ihr. Ja, mit euch möchte ich jetzt sprechen. Hier haben wir die Jugendlichen. Ich frage mich, ob die giftig sind. Ja, dann halt mal deinen Lümmel rein und guck mal, was passiert. Ich dachte, man sieht doch gar keine. Ich dachte, dort hätte sich was bewegt. Etwas Großes, etwas Dunkles. Hallo, Abigail? Solch eine seltene und aufregende Sache. Ja, das finde ich auch. Hier gibt's keinen Schnacks, hier gibt's meinen langen Lachs. Hast du nicht gehört, Vincent, ne? Will die seltenen grünen Wabbel sehen. Was, diesen grünen? Harley, na, warum lässt du mich nicht in dein Schlafzimmer? Bei deiner Schwester darf ich das. Du dreckiger Schuft. Ich hätte meine. Hat er das gesagt? Hat sie das gesagt? Hat sie das wirklich gesagt? Ich hab das zu ihr gesagt. Achso, du dreckiger Schuft. Du bist so ein Kind. Ich hätte meine Kamera mitbringen sollen. Ich vergesse sie jedes Mal. Ich kann nicht glauben, dass der Sommer vorbei ist. Mir kommt nur so vor, als hätte er gerade erst begonnen. Oh. Hey, Mani, was geht? Das ist eine ganz schöne große Menschenmasse für eine alte Anlegestelle wie diese. Ich bleib hier lieber hier drüben, in der Nähe des Strands. Ja, jetzt krachen sie alle runter. Dann lassen wir sie einfach mal alle verrecken. Die Quallen waren vor einem Jahr hier. Nächstes werden sie wieder hier sein. Die Natur ist schon beeindruckend. So, wen haben wir hier? Ja, mit der Emily muss ich gleich mal spritzen. Dort, ich habe etwas leuchten sehen. Oh, ist es weg. Elliot, alle stehen so vor meinem Haus rum. Wenn wir weiter den Ozean verschmutzen, werden diese Quallen sicher aussterben. Es passiert sogar schon. Roll nicht rum, du Lappen.
Ich habe heute Abend extra meine besonderen Schuhe angezogen. Keinem ist es aufgefallen. Ja, Schuhe ist natürlich... Wenn du die unter deiner Schmiedeschürze versteckst, werden die natürlich voll auffallen. Emily! Komm ab ins Wasser, zeig mal dein Bein. Lass deinen Blick über diese endlose See schweifen. Tief unter der Wasseroberfläche existieren alle möglichen Lebensformen. Unheimlich, nicht? Ja, in meiner Hose existiert auch eine Lebensform. Die kann auch unheimlich sein, Baby. Nee, komm, lass mal gut sein. Ich will euch ja nicht komplett vergraulen. Harvey und Carolyn. Na, ihr beiden Süßen. Ah, Pierre, stimmt. Oh, Lea ist hier. Komm morgen hinten. Auf jeden Fall bei meinem Laden vorbei, um deine Herbstzeit abzuholen. Das auf jeden Fall. Diese Kerzen sind romantisch, nicht? Das ist klar. Wo ist denn eure Tochter? Was hast du gesagt? Ganz schnell weg hier. Oma, ich erinnere mich daran, wie ich als junges Mädchen diese Quallen schon mal gesehen habe. Oh, wie ich mich über die Ankunft freue. Und was holst du wieder, Opa? Was? Warum schaust du mich so an? Denkst du, ich bin zu alt, um so etwas zu genießen? Nein, aber du bist ein ganz schöner Arsch und immer nur am Heulen. Und deswegen glaube ich, dass du gar nichts mehr genießt. Außer deine Rheumatabletten. Linus, was machst du denn da? Grab die Mädels an. Ich schleiche mich einfach an, wenn die Quallen kommen. Ich stinke so sehr, dass alle von mir abhauen. Das ist widerlich. Aber ich weigere mich zu duschen. Das ist einfach meine Lebensphilosophie. Ich bin romantisch. Nun, der Sommer ist vorbei. Um ehrlich zu sein, ich werde keine einzige dieser lästigen Mücken vermissen. Das glaube ich dir, Doktor. Hallo, Maru. Irgendwie ist es ziemlich kalt. Wahrscheinlich, weil der Herbst kurz bevorsteht. Ach, Maru. Mein Arm ist warm. Hä? Passt schon. Mein Arm ist warm. In meinem Arm ist es warm. Ich sollte längst schlafen gehen. Hey, Maru, deine Eltern wollen schlafen. Nee, Quatsch. Die Mondlichtqualle, was für eine bemerkenswerte Spezies. Wir haben sehr viel Glück, dass sie auf ihrer langen Reise in den Süden hier Halt machen. Das stimmt. Gibt's hier noch irgendjemanden? Ist das der Zauber? Ja, Lea auf der Brücke. Hast du die schon? Nee. Wie hast du mich hier hinten gefunden? Ich dachte, das wäre ein gutes Versteck. So hässlich wie du bist. Ich bin einfach dem Geruch von deiner grünen Substanz gefolgt. Vielleicht hast du hellseherische Fähigkeiten. Ja, natürlich. Das wird sein. Hallo Lea. Jetzt mit einem schönen Tritt in deinen Arsch ins Meer. Na, wie wär's? Hey, ich zoll am einen weiteren Sommer meinen Respekt. Super. Gut, jetzt will ich nochmal mit dem Bürgermeister quatschen, damit das Fest losgehen kann. Oder die stehen einfach nur alle da. Finde ich aber eigentlich cool, so eine kleine Gemeinde, die immer so verschiedene Feste macht, wo nicht immer nur gib Geld aus, sondern einfach mal, hey, chill und genieß. Yo, Willi! Du hast die beiden Jungs beim Linksbums. Die meisten Nachtfische hätten Angst vor Licht. Diese hier sind eine seltsame Ausnahme. Guten Abend, Graf Wallner. Die Mondlichtquallen sind nahe. Ich habe schon eine in der Ferne leuchten sehen. Sobald wir das Kerzenboot losschicken, kommen sie zur Anlegestelle und sagen Hallo. Ja, ist klar. Gut, und jetzt? Leute? Mit wem muss ich sprechen? Muss ich nochmal anquatschen, oder? Ja, stimmt, okay. Sluxy, Sluxy Maxi, grüß dich. Moin, Sluxel. Ich wollte dich eigentlich gestern anschreiben, aber dann haben wir Stardew Valley gestreamt, hatten viele Zuschauer einen super aktiven Chat und es hat richtig Spaß gemacht. Und da habe ich dich total vergessen. Ich wollte mal hören, dass du noch lebst. Aber schön zu sehen, dass du noch lebst. Uns geht's gut. Und ja, es gibt bei uns auf der Viererfarm. Auf der Viererfarm gibt es nur einen kleinen Bitchfight, wer welche Frauen kriegt. Aber ich bin eigentlich ganz gut dabei. Also noch ein bisschen die Harley anbaggern, dann habe ich freien Zutritt in der kompletten Frauen-WG. Und die Abigail, die habe ich mir zu Abigail gemacht. Und die anderen, die sind, der eine will zu Penny. Der Psy, keine Ahnung, was mit dem los ist, der hat mal ganz kurz reingeguckt. Der ist jetzt ein weiblicher Charakter und versucht, den Dr. Harvey ranzuklatschen.
Und der Kai, der will die Lea, sich die Künstlerin, aneignen, dass die mit ihrem Hammer bei ihm mal ein bisschen rumhämmert. Und ja, ich lasse die Abigail lieber. Ich nehme die Abigail, die kann mit dem Joystick besser umgehen. Warum liegt da Müll drin? Das ist kein Müll. Ja. Das ist deine Selbstachtung, die hast du einfach mit der Kanone weggeschossen. Ey, was willst du mit der Kanone? Meine Selbstachtung wegschießen. Ach so, mach weiter. Das Leuchten des Sommers ist jetzt verblasst und die Mondlichtquallen führen einen Weg in das weitere Unbekannte. Super. Die Lea soll an meinem Holzhammer spielen. Ja, nachher schiebt die dir was hinten rein und hämmert da mal ein bisschen drauf, wenn es nicht. Ach so, wir müssen ins Bett. Naja, das hat's ja voll gebracht, dieses komische Fest jetzt. Ja, wir haben wenigstens mal was gesehen, ist wenigstens was los. Was hast du denn vorgedacht, hier die Penny da irgendwie an die Seite zu bringen? Dass sie ins Meer springt. Naja, du sie dann irgendwie rettest und dann Mund-zu-Mund-Beatmung mit Zunge übst oder was? Klar. Was willst du denn? Oh. Ja, stimmt. Ist heute nicht hier Dingsbums Herbst? Ja, Herbstanfang. So, Sekunde. Sind gleich wieder da. Oh shit. Das ist cool, dass jetzt so viele Leute da sind. Gibt's eine kleine Überraschung. So, wer zuerst kommt, mal zuerst. So, weiter geht's. Also, was ist das? Das ist ein Spiel. Wer zuerst kommt, muss man das. What the fuck? Kann man das einlösen? Ja, in der Regel schon. Auf Steam war? Ja. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Hi, guck mal. Du gehst bei Steam rein. Wird wahrscheinlich schon weg sein, von daher. Aber fürs nächste Mal, wenn ja, sowas einfach, okay. Gehst einfach auf Spiel, Spiel hinzufügen. Wurde schon eingelöst. Okay. Dann ein Produkt bei Steam aktivieren, dann auf weiterklicken und dann kannst du hier den Code eingeben. Wurde schon eingelöst. Na gut, dann muss ich halt mal gucken. Das kann natürlich sein. Was ist denn das für ein Spiel? Ah, das war so ein Kriegsspiel. Sind keine großen Spiele dabei. Auf jeden Fall, ja, ich bin, was game-technisch angeht, eigentlich jetzt schon mehr als bedient. Auf jeden Fall, es kann halt sein, dass vielleicht die ganzen Spielecodes, die ich jetzt noch habe, dass die vielleicht schon weg sind. Bei mir ist nämlich beim letzten Mal, deswegen habe ich auch die Bildschirmaufnahme eben kurz ausgemacht. Ich hatte nämlich das Dokument bearbeitet, um dann noch einen Spielkey reinzusetzen. Das Problem allerdings ist, dass es mir dann passiert ist, dass es dann im Livestream irgendwie das gesamte Dokument aufgegangen ist. Und da war halt für 2 Sekunden wurde das Teil geleakt sozusagen. Und da war ich halt nicht sicher, ob da vielleicht jemand kurz zurückgespult hat, auf Pause geklickt hat und sich die 15 Spiele gegönnt hat, die da noch offen waren. Von daher wäre es ganz cool, wenn jemand sich das Spiel gegönnt hat, eingelöst hat, dass der dann einfach kurz Danke schreibt, dass ich weiß, okay, ist es wirklich eingelöst worden oder ist es vielleicht weg? Dann kann ich nämlich die ganzen Codes nämlich wegmachen und neue besorgen. Ja, ich weiß eh nicht, wie das ging. Also, ich kann es eh nicht gewesen sein. Es kann auch sein, dass ich das jemandem mal privat geschickt habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber eigentlich bearbeite ich die Datei immer. Graf Wallner, dreh den Brief für Anweisung zu einer super gesunden Mahlzeit um. Du wirst dich richtig energiegeladen fühlen. Man sieht sich, Emily. Cool, alles klar. So, oh, bei der Emily habe ich hier... Oh, die Emily hat 3 Herzen. Oh, wie geil ist das denn? So, die Abigail geht steil. Die gibt mir 2 Herzen. Die Emily auch. Kann es sein, dass wir mit allen jetzt ein Herz bekommen haben, weil wir mit denen gesprochen haben? Ja, ich hab... Nee, nicht mit allen. Lea 2, Mani hat jetzt 2 Herzen, die Robin 2 Herzen, Demetrius, Levis, George, Judy, Harley, Penny, Evelyn... Nee.
Ach Mist, ich müsste eigentlich noch mal ein bisschen mit der meine Beziehung zu Maru ein bisschen ändern, verbessern. Aber ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich hole mir jetzt die Shorts. Was nicht beachten sind von mir. Ach so, ja, Kai. Ja, der hat halt so ein paar Cheatcodes benutzt. Nicht Cheatcodes, sondern so, also so ein Item-Code. Daher, konnte er ein paar Sachen schon so machen. Naja. Ich habe mir mal gestern, nachdem wir aufgehört haben zu quatschen, habe ich mir mal die Rezension, so die Steam-Rezension von Flo gegönnt und muss ich so lachen. Die haben Rezension. Ja, ja, klar. Die guten Rezensionen sind halt irgendwie so, hey, tolles Game, ich hab's gefeiert, weil ich Nostalgie, toll, okay, Ubu und so ein Scheiß, so richtige Dämlachs, wo du halt sagst, okay, die haben sich einen Scheiß, die haben, das ist keine Begründung, einfach, ich find's toll, weil Baum, aber die negativen Reviews, die zerroppen das Spiel so sehr und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die ganzen negativen Reviews angeguckt. Und die ganzen negativen Reviews haben nichts mit dem Gameplay zu tun, sondern die meisten, also manche gehen da natürlich auch drauf hin, dass man bis zum Unendlichen grinden muss. Das war gar nicht mal so das Tragische, sondern die meisten negativen Reviews gehen davon aus, dass liegen halt darin, dass der GM, dass die GMs käuflich sind, dass der Support korrupt ist, dass die einfach keine Ahnung haben von dem, wie man ein Online-Spiel leitet und so ein Scheiß. Da dachte ich mir so, ernsthaft, es muss doch als Publisher so wehtun, wenn einfach die ganzen negativen Reviews auf Steam daher ansenken, dass deine Leute, die du für die Einhaltung der Regel eingestellt hast, dass sie sich einen Scheißdreck drum kümmern. Oh, es ist so herrlich gewesen, da musste ich so ablachen. Oh, war geil. So, Pamus Dursig, tiefer in die Mine. Wir haben gar nicht so viele. Achso, wir brauchen auf jeden Fall noch Herbstsaat. What? Was denn? War das ein Bug? Hä? Warte, ich seh's in deinem Stream ja gleich. Du hast gerade voll im Moonwalk hingelegt, Mann. Echt? Guck's dir noch an. Warte, ich... Der Stream ist halt ein bisschen verzögert bei mir. Jetzt sehe ich es gleich. Ehrlich. Naja, auf jeden Fall, Präriekönig habe ich noch nicht durchgespielt, ich selbst. Ich habe nur mit der Evelyn... nicht mit Evelyn. Hey! Passion, LOL, Alter. Das sah schon lustig aus, ne? Backslide, Alter. Ehrlich. Für den Follow, vielen lieben Dank. Mais. Pflanze sie im Sommer oder Herbst? Aubergine? Warte mal, was? Kann danach mehrmals abgeerntet werden. 1, 2, 3, 4, 5. Ich kaufe mal ein bisschen Saatgut einfach. Süßkartoffel. Ich kaufe von allem mal 5, dass wir mal ein paar Sachen haben. Weizen brauchen wir nicht. Sonnenblumensaat. Oh. Ein Sub. Feensaat, pflanze sie im Herbst. Ja, ich will jetzt nicht so viel holen. Ich glaube, du hast den Sub vergessen, übersehen, nicht gehört. Das war kein Sub, das war ein Dingsbums. So ein Follow. Das war ein Follow. Den habe ich schon mitbekommen. Da habe ich schon Danke gesagt. Da hast du mir nicht zugehört. Oh. Du Halunke. Diesmal habe ich den mitbekommen. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ich versuche einfach bei meinen Stimmen immer darauf zu achten, dass ich nicht so viel Bass in die Stimme reinhaue. Weil ich ja auch, bin ja ITler und hatte auf der Arbeit mal mit jemandem zu tun, der in einem Musikstudio gearbeitet hat. Da musste mit dem extra leisen Rechner zusammenbauen und viel mit Audio-Equipment arbeiten. Und er hat mir dann den ein oder anderen Tipp gegeben, dass viele, gerade kleine, bau die Saat bei den Sprinklern. Ich würde gerne die Saat, die wir öfters abbauen, hier reinbauen. Und naja, auf jeden Fall hat der Typ mir dann gesagt, dass es halt generell
von einem Musikproduzenten relativ grausam ist, wenn halt die Leute immer so anfangen, ja, ich muss jetzt meine Stimme tief machen, damit die Bass haben und es ist. Und von daher versuche ich einfach meine, meine Stimme ein bisschen natürlich zu halten. Ich habe halt eine schöne, helle Stimme. Das habe ich jetzt schon auch auf der Arbeit immer sehr als Rückmeldung bekommen. Von daher muss ich die jetzt nicht irgendwie künstlich versauen. Aber es ist auf jeden Fall gut, ein positives Feedback zu bekommen. Das freut mich. Okay, Feensaat. Die normale Saat, die nicht mehrmals abgeerntet werden kann, die sollte ich bei den Sprinklern setzen. Ne? Das bedeutet, ihr könntet hier eigentlich ein paar Sachen reinsetzen. Vielleicht sollten wir die Sprinkler umsetzen. Bewässert jeden Morgen 24 Felder um sich herum. Okay, das bedeutet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16, 24. Okay, das bedeutet, der Sprinkler kommt eigentlich hierhin. Der eine. So. Das bedeutet, die Felder wird er. Okay, das mit dem verbesserten Hacke ist so geil. Eins, zwei, drei, okay. Nein, das wollte ich nicht. So, könnt ruhig gerne noch Saatgut kaufen. Ich glaube, ja, könnt ruhig machen. Wo der und können, weiß ich nicht. Keine Ahnung, so viel haben wir jetzt auch wieder nicht. Macht nur. Leben kommt hier hin. Okay. Normalerweise müsste ich noch mal zur Abigail hin. Fünf mal fünf macht er. Eins zu hoch und eins zu weit rechts. Also nur zwei. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Slaxi ist richtig am Verzweifeln. Ich kenne das Spiel halt noch nicht. Ja, dann ist es halt, oh, dann ist es halt so. Dann ist das halt so. Ich bin ja noch am Lernen. Ich habe das Spiel ja noch nicht so lang gespielt. Aber weißt du was? Komm, das mache ich morgen. Komm, drauf geschissen. Es scheint, natürlich tut mir das um das Saatgut ein bisschen leid. Da müssen wir gucken, dass wir vielleicht mal was verkaufen. Liegt ihr im Bett? Ja. Gut. Yeah. Ich muss aber auch mal bedenken, ich habe am Samstag 8 Stunden gestreamt, gestern 5 Stunden. Ich bin geistig. Ich habe nur noch Gehirngulasch. Und ich habe heute wieder Kenny vs. Benny geguckt. Das ist jetzt nicht unbedingt förderlich für mein Gedächtnis. So. Deine Kupfergießkanne ist bereit. Oh, geilo Milo. Super. Gut. Dann können wir hier eigentlich, keine Ahnung, wenn das Lachs hier die Kürbisse so liebt, könnten wir eigentlich alles voller Kürbisse bohnen. Ja, er hat bohnen gesagt.
Na, dann mache ich das mal. Ich hole mal ganz viele Kürbisse und ja. Dann gucken wir mal. Und ich kann nachts nicht so richtig schlafen, weil ich einfach mich freue wie ein kleiner Spatz auf der Hand. So, was will denn der Gronkh schon wieder? Achso, der will nur einen Link verschicken. Ich kriege immer eine Benachrichtigung, weil irgendeiner bei Gronkh seinen Channel immer was at everyone pinkt. Und dann guckt ihr mal, ist es was Wichtiges? Nein, ist es nicht. Ja, geplantes Veröffentlichungsdatum für dich, Schlogger-Labbi. Schlogger-Labbi. Horizon Zero Dawn, 7. August 2020, kostet 50 Tacken. Ich habe es mir schon direkt vorbestellt. Es wurde in der Nacht von Samstag auf, von Freitag auf Samstag, irgendwann um 4 Uhr oder so um 3 Uhr wurde es veröffentlicht, direkt gekauft. Den Tsui habe ich angeschrieben, die Jessie habe ich angeschrieben und habe gesagt, oh geil, ich kann morgen Horizon spielen, wie geil ist das denn? Und dann wollte ich es installieren, nee, geht nicht. Und dann gucke ich, scheiße, ich habe es mir nur vorbestellt. Naja, auf jeden Fall, falls ihr Misukino zuguckt, deine 5€ Donation ging in das Spiel rein, dann habe ich noch 5€ Steam-Rabatt bekommen. Und aus eigener Tasche habe ich dann noch einen 30er, 40er bezahlt. So, jetzt will ich erstmal zu Gas meine Gießkanne holen. Zu Clint, Entschuldigung. Ich verwechsel die beiden immer, aber die sehen so ähnlich aus. Gut, das bedeutet, normalerweise müssten wir jetzt anfangen, dass wir wieder Kupfererz kriegen. Dass wir wieder Erzklumpen machen können. Penny, ich hab was für dich. Bitteschön. Oh, ein Geburtstagsgeschenk. Danke. Oh, die Penny hat heute Geburtstag, Leute. Oh, shit, wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Die ist Richtung Bibliothek. Wenn ihr nämlich ihr heute ein Geschenk gibt, dann freut ihr sich extra darüber. Nice. Jetzt habe ich mir für 2000 den Kalender gekauft. Jetzt gucke ich nicht rein, ich Idiot. Erstmal fragen, ob sie heute noch was vorhatte. Aha. Bibliothek, wo ist denn die? Scheiße. Bei der Penny habe ich jetzt auch schon 2 Herzen. Ich kann jetzt auch in ihr Schlafzimmer rein. Toll. Hey, ich finde die. Wo ist die? Die ist irgendwie Richtung Bibliothek, Museum gegangen. Oder Bibliothek, keine Ahnung. Fuck. Zum Wunder. Hast du verpasst? Vielleicht sitzt sie irgendwo hinter den Büchern oder so. Sie versteckt sich vor dir. Du hättest dich bei ihr nicht ins Bett legen dürfen. Du musst es wie ich machen. Du musst den Müllcontainer der Mädels durchführen. Ja, sie ist in der Bibliothek. Wollte ich nicht zu Pierre, wollte hey. Saatgut für den Sommer kaufen. Generell mal ein bisschen. So, jetzt habe ich 3 Herzen bei Penny. Hutz! Ha, ich habe 3 Herzen bei der Abigail und bei der Emily, Bitch. Ja, ich will ja nur Penny. Die anderen sind mir egal. Ich will mir... Warum habe ich 2 Herzen bei Josh? Wie soll ich an... Ah ne, ich habe jetzt dieses... Lass mich. Ich habe das Penny-Event. Ich habe das Penny-Event. Nein. Warum kriegst du die ganze Zeit ein Event? Weil ich halt geil bin und du bist ein kleiner Lustling. Ich habe halt nie ein Event bei Penny. Ja, du bist ja auch beim Spannen gesehen und beim Mülleimer durchwühlen wurdest du erwischt. Und ich mache das halt einfach... Wie soll ich das sagen? In diesem Spiel mache ich das subtil und das gefiel, denn das hat einfach viel mehr Stil. Kriegt vielleicht nur dieser Host-Events? Das könnte auch sein, oder? Nö, eigentlich nicht. Du hast auch das Penny-Event gestern schon gehabt. Sobald du 2 Herzen hast, kriegst du ein Event. Ich hatte kein Event. Wie soll ich an diesen Brief da hinten kommen? Ah, die Penny hilft dem alten Mann jetzt. Ach, das Event! Ja! Ah, das hatte ich ja schon lange. Jeder ab 2 Herzen. Ja, sag ich doch. Ich schaff das, Herr Mulner. Mulm. Könnt ihr mal aufhören, da rumzurennen? Ich bin nur zu Penny gegangen aus dem Bildschirm. Hier, bitteschön. Der Josh. Ich hätte es auch selbst geschafft und ich kann mich auch sicher alleine bewegen. Für wie zerbrechlich hältst du mich? Warum sind die alten Männer denn immer so eitel und so blöd? Weißt du, wenn da so eine hübsche Frau kommt und mir was um mir hilft, dann würde ich nicht sagen, dann würde ich sagen, oh, wie schön. Ja, chill doch mal, chill doch mal. Nein, der Josh muss ja immer rumheulen, wie so. Das hätte der Sand in der Ich habe dem auch eine geklatscht, aber dann hat er sich beruhigt. Ja. Gravalna, du hast uns beobachtet? Hab ich. Das war sehr nett von dir, Penny. Ich
nicht. Du hättest ihn in Ruhe lassen sollen. Jetzt ist er beleidigt. Ich spaziere nur etwas herum und bin mit meinen eigenen Dingen beschäftigt. Geh, komm, ich bin ja lieb. Dankeschön. Ich wünschte nur, George wäre nicht so aufgebracht. Ich wollte nur helfen. George, du bist ein... Siehste, jetzt hat er es doch eingesehen. Es tut mir leid, Fräulein. Ich hätte nicht so wütend werden sollen. Na, siehste, ist doch super. Es war eigentlich ziemlich nett, dass du mir geholfen hast. Ja, Penny, hätte sie nicht rote Haare, würde er dich nicht für eine Hexe halten und dann wäre auch lieber zu dir. Aber nein, er will dich auf den Scheiterhaufen sehen. Schon in Ordnung, Herr Mulmer, ich verstehe es. Ach du Scheiße, ich kann keine Frauenstimmen nachmachen. Ich habe es mit dem Stimmverzerrer versucht. Das, was man da so gratis kriegt, ist für den Arsch. Traurig. Es muss schwierig sein, alt zu werden. Ich denke lieber nicht drüber nach. Mein Lebensmotto, jung sterben und eine dicke, fette Leiche hinterlassen. Deswegen sollten wir Respekt vor dem Alter haben. Ich würde lieber jung sterben. Ich denke, es ist einfach ein anderer Lebensabschnitt. Das ist nett von dir. Ich stimme dir voll und ganz zu. Wir sollten unsere Älteren den gleichen Respekt entgegenbringen, den wir uns irgendwann erhofften. Ich hoffe, ich werde von Löwen gefressen. Glaubst du, ich habe Lust, im Rollstuhl rumzueiern? Nun, es war interessant, mit dir zu reden, Graf Wallner. Ich sollte gehen. Alles klar, hau rein, Alte. Bam, jetzt erstmal einen freundschaftlichen Klaps auf den Po. Und dann darf ich mich bei dir nie wieder blicken lassen. Kommt Bürgermeister Levis vorbei, schmeißt mich raus und brennt die Farm nieder. Wieder einen Diamanten gefunden. Alter Schwede. Den gebe ich erstmal Penny. Ab zu Penny. Abi, geil. Ich habe eine Rose. Ich habe eine Blume für dich. Hey, woher wusstest du, dass ich hungrig bin? Das sieht lecker aus. Du bist gruselig, Mädchen. An den meisten Tagen versuche ich, im Laden auszuhelfen. Das Geschäft läuft ziemlich schlecht, seit der Joja-Markt aufgemacht hat. Ei, Penny, weißt du was? Ich mache ein paar Kirschbomben und dann reißen wir das Ding ab. Ha? Abigail, das machen wir. Ja? Das wird richtig geil. Ja? Da gehst du steil, Abigail. Nee, auf jeden Fall, letzte Woche Farm niederbrennen. Wir machen den Joja-Markt platt. Das ist, glaube ich, einfacher. Jetzt wollte ich eigentlich doch nochmal zu Pierre, aber dieses blöde Event... Sie nennen mich Rapgod, suchen meinen Textblock, wie der 9-11 Textblock, wie die 9-11 Blackbox. Aus dem Krankenbett komme ich angesäbt, kotze Blut, mit dem die Antifa die Panzer wäscht. Ich trage eins diese Nacht Hemden. Der neue Eminem. Ich trage eins diese Nacht Hemden, die hinten offen sind. Die Wahrheit darf ich nicht aussprechen. Ich rotze sie hin. Leute labern Syphilis, ich fordere die Kopfkondome, renne durch den Untergrund, folge der John-Rock-Methode. Nee, ich habe halt Child of Light durchgespielt und da wird einfach nur noch gereimt. Diese ganzen Gedichte, die sind eigentlich schon ziemlich schön. Da muss ich im Ubisoft nochmal schreiben. Erstmal als Dank dafür für dieses Giveaway von Ubisoft wegen Child of Light und dann will ich nochmal mir eine Stream-Erlaubnis für das Spiel einholen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, wenn ich den Ubisoft-Support anschreibe und halt nach einer Stream-Erlaubnis frage dafür, dann will ich da ein richtig schönes Gedicht machen. Da habe ich mir dann schon den ersten Absatz eingesetzt. Ich schreibe sie an, wegen dem Spiel. In der Grafik im Wasserfarbenstil. Child of Light heißt das Produkt. Während ich mich hab geduckt. Als Giveaway kam es zu mir. Und jetzt schreibe ich dir. Gib mir eine Erlaubnis, das Spiel zu streamen und zu Let's Playen. Denn das Spiel gefällt mir. Irgendwie so. Mal gucken, wie der Supporter darauf reagiert. Entweder denkt er sich, hä? Oder er denkt sich, okay, Child of Light, ich kenne mich damit aus. Coole Sache. Naja, auf jeden Fall muss ich nochmal sagen. Geht er denn jetzt schon ins Bett, ey? Ei, lass ihn doch. Wenn er kaputt ist und hat nichts zu tun, dann ist es in Ordnung. So, damit die Kunst des Angelns nicht in Vergessenheit gerät, zahle ich 100 Gold an jeden Angler. Der Forellenbarsch einmal fängt. Viel Glück kannst du den Fisch behalten. Super, nehme ich mal an. Haben wir bestimmt noch irgendwie. Ja. Das Gedicht. Ich angle ja eh den ganzen Tag. Das Gedicht musste dann zeigen. Warte mal, habe ich das nicht der Jessie mal geschrieben, als ich das Spiel durch hatte? Oder habe ich das der Josie geschrieben? Muss mal gucken. Da habe ich nämlich auch so ein kleines Gedicht geschrieben. Da waren die Mädels total verwundert.
wenn ich das irgendwie... Child of Light, oh schönes Spiel, spielte ich und das gefiel, mit dem Look im Wasserfarbenstil. Trieb die Prinzessin, trug Aurora als Namen. Wohlgewählt, ihre Eltern ihn vergaben. In der Hand ein Schwert, zu groß für sie, doch schaffte sie es wie sonst noch nie. Zwang ihre Gegner in die Knie und ward eine Prinzessin und kein Vieh. Das habe ich der Josie geschrieben. Habe ich das auch der Jessie geschickt? Weiß nicht, auf jeden Fall war das mein... mein Gedicht an die Mädels. Warte mal, legt ihr im Bett? Dann lege ich mich auch hin. Nö, ich bin noch am Angeln. Bist noch am Arbeiten? Du so? Ah ja, stimmt. Warte mal, Flussbarsch brauchen wir. Forellenbarsch. Forellenbarsch. Forellenbarsch, der ist für den Arsch. Rotfarbe. Oh, die muss. Ich bin gerade noch nicht so sicher, wie der auf Englisch heißt. Das war dieser kleine Gnomfisch da. Kann man den überhaupt noch fangen im Herbst? Sollte eigentlich gehen. Muss ein Marco fragen, muss ein Keimer fragen, der weiß da bestimmt mehr Bescheid. Auf jeden Fall, wenn es Leute gibt, die gerne mitspielen wollen, habe ich kein Problem damit, noch einen zweiten Spielstand aufzumachen und zwischendurch mal ein bisschen abzuwechseln. Dass ich nicht immer nur sage, okay, wir sind jetzt nur zu dritt und spielen das Spiel. Zumal, ich muss echt noch gucken, ob ich schaffe, jemanden von der Farm zu kicken, weil ich nicht so ganz sicher bin, ob ich den, ob der Psyder mitspielen möchte. Auf Dauer. So, der Kai. Ich hätte den Hund echt Justin nennen sollen. Jetzt haben wir nämlich zweimal einen Kai hier auf der Farm rumlümmeln. Bist du noch am Angeln? Denk dran, es ist gleich 0 Uhr. Jo. Und es lädt so ewig lang, wenn wir auf der Straße schlafen. Ja. Ich komme gleich. Ich renne immer um 0 Uhr los und dann bin ich perfekt da. Okay. Vielleicht kannst du ja zu Penny ins Bett legen. Den Fisch gibt es oben bei der Mine zwischen 9 und 19 Uhr. Alles klar. Gut, ich gehe nochmal kurz. Hol ich mir. Ich hab nämlich. Den angel ich uns drei dann morgen. Super. Denk dran, dass wir den wahrscheinlich übermorgen dann brauchen. Wir können den Fisch behalten. Das bedeutet, ich kann den Fisch dem Willi zeigen. Oder du kannst den Fisch dem Willi zeigen, wenn du Quest angenommen hast. Dann können wir uns dort treffen. Dann können wir den Fisch immer durch verschiedene Hände gehen lassen. Und somit das Corona im Sternentotal verteilen. Das war einfach nur ein ganz normales Gedicht für Child of Light, Justin. Das ist jetzt nicht das, was ich dem Support schicke. Aber in dem Stil wird das wahrscheinlich sein. So, ich komme mal lieber bei dir wieder ins Bett, sonst schaffe ich es nicht. Weil ich noch verkauft habe. Mal schauen, wie viel es heute gebracht hat. So, wunderbar. Willkommen zurück. So, richtiger MVP. Was?
MVP? Was? Verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, vielen Dank für das Willkommen zurück. Hab keine Ahnung, was mit MVP gemeint ist. Ich bin dem Genre nicht ganz so gut. Hast du dich in mein Bett gelegt? Der Hund lässt mich nicht raus. Gott sei Dank. Ich muss echt mal in meinem Bett scheißen, damit du mal endlich mal weg von meiner Matratze bleibst. Das ist ja gruselig. Hallo Graf Wallner, ich würde meine Kühe gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amaranth? Das ist ein Stein. Sie lieben das Zeug, danke. Ja, können wir machen, aber was, wieso? Mit MVP ist Most Valued Player gemeint. Also. Das ist irgendwie so ein Begriff in LOL. Auch in LOL, so 5 gegen 5 Spiele. Der beste Spieler vom Game. Okay. Hey, vielen Dank, Konstantin. Schön, vielen lieben Dank. Willkommen für den Follow. Willkommen in der... Ja, so wie Slugs ja auch gesagt hat. Glorreichen Halunken. Ich hab Golderz geangelt. Ah, super. Nice. Ja, aber das war eigentlich klar. Der Angeln kriegt kann am Anfang kannst du hier mit Angeln richtig Kohle machen. So, 8 Uhr. Wann macht denn der Pierre auf? Wer macht erst? Mittwoch ist Ruhetag. Willst du mich verarschen? Ich suche nach jemandem, der mir Kupfererz bringt. 30 Mal, damit eine geologische Studie. Kannst die Erz behalten. Super. Dann würde ich nochmal jetzt. Ja, aber glaube ich gar keins mehr. Ja, ich gehe jetzt in die Mine und kümmere mich drum. Okay, gut. Ja, dann kann ich auch gucken, dass ich den Amaranth finde für die Mani. Ich weiß nicht, ob ihr die Quest auch schon habt. Ich weiß, was Amaranth in etwa ist. Es müsste ein Mineral sein. Die Frage ist halt nur, ist das auch hier in Stardew Valley das? Ja, ich weiß schon ein bisschen was über Stalagmiten. Ich bin zwar ITler, aber ganz so blöd wie ich aussehe, bin ich nicht. Erstmal zu Penny. Erstmal zu Penny. Dieser Satz, den höre ich von dir permanent. Ja, aber nicht, dass du hier mit deinem kleinen Golch da rumeierst. Ja, die Penny ist ganz goldig. Die habe ich am Anfang eigentlich auch gemocht. Aber ich finde die dann doch irgendwie. Die wirkt zu reserviert, finde ich. Ja, die kriege ich offen. Wirst du sehen. Die mache ich dir auf, dann kannst du auch ran. Ich weiß nicht, ob ich da noch ran will. Das ist nicht in Ordnung, ich weiß nicht. Man spannt anderen Leuten die Frauen nicht aus, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Du sollst nicht da begehren, steht sie schon am Fenster. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes. Oh, ich wollte ihr den Diamanten schenken, aber ich habe ihr schon 2 Geschenke gegeben die Woche. Fuck. Wir könnten den Diamanten vielleicht verkaufen, der gibt bestimmt Kohle. Nein. Nein, der ist für Paddy reserviert. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich brauche eigentlich das da. So, ich kann es nicht leiden, wenn mein Inventar nur begrenzt aufgeräumt ist. Warum habe ich hier 2 Leitern? Schon wieder? So, pro dir. Das ist ja gar nichts. Simon hat 50, das gebe ich lieber Penny und krieg direkt 5 Herzen von ihr. Hast du den ihr nicht schon mal einen Diamanten gegeben und es war ihr Schatz? Nee, den habe ich analysiert und dann im Museum gespendet direkt. Ach stimmt, da war ja was. Ja, gib's ruhig der Penny. Ich meine, durch deine Fische kriegen wir sowieso haben wir ein relativ gutes Einkommen. Kai, du fehlst uns im Discord, mein Freund. Ja, stimmt. So, ich würde meine Energie jetzt nicht großartig verschwenden. Stardew Valley kostet 9 Euro. Ich denke mal, wenn man mal bedenkt, was man alles in andere Spiele reingesteckt hat, ist das, also im Sommer Sale aktuell eigentlich ein Klacks.
Wehe, du spendest die ersten prismatische Scherbe. Bastel dir das Galaxy Sword. Slugsy, ich kenne das Spiel nicht. Versuch mir nicht zu viel zu spoilern. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht so der Typ, der gleich bei jedem Spoiler rumheult. Aber ich finde das ganz schlimm, Slugsy, ne? Also, ich wusste nicht, was eine prismatische Scherbe ist. Das hätte ich gerne selbst herausgefunden. Aber ach, komm mal nicht rum. Der macht nur Spaß. Ansonsten kommst du einfach in Discord und scheiß den Kleinen zusammen. Jetzt hat er Schiss. Ja, gucken die an, diesen kleinen Halunken. Nee, hab ich gar nicht. Ja, du kleiner Kneipenterrorist. Warum bin ich denn so langsam? Könnt ihr mal euren Schleim für euch behalten? Das findet die Abigail nicht so geil, wenn ich von irgendwelchen Viechern vollgeschleimt werde. Doch, das ist ein Spoiler. Ich wusste gar nicht, dass man dieses Galaxy Sword kriegen kann. Was hat denn jetzt Mario Galaxy damit zu tun? So, ich hab glaube ich einen Forellenbarsch. Einen Forellenbarsch für den Arsch im Arsch? Stan, Marsch, Stan, Arsch, Arsch. Ich. Nee, doch nicht. Guck mir nur Dreck an. Zwergenschriftrolle 1, das ist super. War das nicht die, die kaum Geld gibt? Und die wir nicht mehr spenden können? Weil die Zwergenschriftrolle 1 haben wir dem Günther schon gegeben. Oh, gibt es hier noch irgendwas? Forellenarsch. Auf jeden Fall, der Lack steht schon. Ja, doch. Du musst ihm einfach nur keine Wahl lassen, weißt du? Wenn er nicht auf dich hört, musst du einfach nur den Würgegriff um seinen Hals ein bisschen enger ziehen. Dann macht der Sputt er schon. Slugsy. Vor dir habe ich ganz viel Angst. Auf dich höre ich. Auf jeden Fall. Vor mir halt nicht. Also, nee. Gut ist so, als hätte er keine Angst. Aber wenn ich dann vor ihm stehe, dann macht er immer schon auf den Rückzieher. Ja. Hat der Marco geschrieben, warum er nicht in Call kommt? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es ja ganz cool, dass die EA-Titel gerade jetzt alle auf Steam sind. Das ist halt die Frage, was ich mache. Ob ich mir vielleicht mal die Need for Speed-Teile mal gönne. Ich kenne ja nur Need for Speed, wo ich kenne eigentlich relativ viele. Das Problem ist, ich habe hier... Hi, ich finde hier keine Flussbarsche. Ich fange hier irgendwie nur Algen aus dem See an der Mine. Der Marco hat geschrieben... Irgendwas zwischen 9 und 19 Uhr. Ja. Ja, guck mal einfach mal. Vielleicht ist deine Angel zu gut. Weil so ein Fluss. Geht das? So ein Flussbarsch hattest du schon mal geangelt. Die Quest hat sich wiederholt. Sicher? Ja. Da hat sie dann. Nee, das ist ja jetzt ein Forellenbarsch. Wir brauchen ja jetzt einen Forellenbarsch. Ein Flussbarsch war das andere. Echt sicher? Ich meine, das wäre ein anderer. Ach so. Hundertprozentig. Ja, keine Ahnung. Warum gibt's hier keine fucking Leiter? Warum bin ich schon... Esse ich erstmal so eine Höhlenkarotte. Oh, lecker. 5 Jahre. Ah, jetzt. Ich habe einen. Jahre. Oh, super. So, jetzt will ich mal gucken. Ich habe 23. So, auf zu Willi. Genau. Kannst den Fisch behalten. Okay. Und 30 Kupfererze. Müssen wir die wieder nur zeigen, oder? Die müssen wir zeigen, können den Fisch behalten. Das bedeutet, behalt den Fisch, gib den dann an jemand anderes. Und er kann dann... Ja, Kai ist schon mir auf den Fersen. Alles klar. Und dann leg den einfach in eine Truhe und ich kümmere mich dann am nächsten Tag drum. Wir haben ja noch ein paar Tage Zeit. Und ich sehe dann einfach dran, dass wir dieses Kupfererz kriegen. Ja. Und dann haben wir 3 Quests mit einer Klappe geschlagen und sind dann wieder ein bisschen im... Haben wir für unsere Mädels wieder eine volle Brieftasche, dann sind die nicht ganz so abgeturnt von uns. Kai, wenn du die Quest auch direkt abgeben willst, dann komm mal bitte an den Steg, wo Willi auch immer abhängt. Ah, fuck. Muss ein Willi.
Alles klar, ja, auf jeden Fall. Ach so, da ist die Leiter, ich Idiot. Vielen lieben Dank, auf jeden Fall, dass du reingeschaltet hast und ein Follow da gelassen hast. Schön, dich mal wieder gesehen zu haben und schön, dass es dir offensichtlich gut geht. Wir sehen uns, Konstantin, auch rein, ciao. Boah, ihr elenden Aber Kai hat gerade gesagt, dass jeder das selber angeln muss, das Teil. Quatsch. Hat Kai gesagt. Ich glaube, Kai kennt sich da besser aus als wir. Ja, beim letzten Mal hat es auch so super geklappt. Das letzte Mal habe ich den Flussbarsch, wo es hieß, wenn es angeln, musste ich auch das Ding nur aus der Truhe nehmen und Willi zeigen. Sobald du das Ding in der Hand... So, vielleicht haben sie das geändert. Auf jeden Fall, beim letzten Mal war es halt auch so, damit die Kunst des Angeln sich vergisst. Hier, Riffbarsch, glaube ich, oder so war das. Und sobald ich das Ding in der Hand gehabt habe, hat die Quest sich verwandelt in zeigt dem Fisch den Willi... zeig Willi den Fisch. Ah, ich habe nicht die Quest richtig durchgelesen. Wir brauchen eh zwei davon, jeder. Aber das ist richtig. Wir müssen die abgeben, deswegen. Ja, aber wir können den Fisch behalten. Nee. Wir müssen die abgeben. Du kannst den Fisch behalten, steht in der Quest. Okay, bei mir steht was anderes. Damit die Kunst des Angelns nicht in Vergessenheit gerät, ich zahle 100 G an jeden Angler, der mir Forellenbarsch einmal fängt. Viel Glück, Willi. Dann kriegst du die, wie heißt's? Dann hast du den Fisch in deinem Dingsbums, in deinem Inventar und dann musst du den Fisch an Willi abgeben. Du kannst den Fisch aber behalten. Bei mir steht... Ja, die Quest ändert sich, wenn du das Ding in deinem Inventar hast. Dass du den Fisch bei Willi abgeben musst. Aber du bleibst... Nee, ich habe eine ganz andere Quest. Ich bin ja nicht doof. Ach so, du hast eine andere Quest, okay. So, jetzt gehe ich erstmal nach Hause. Vielleicht habe ich ja 30 Mal... Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Erze übrig. Und dann können wir die am nächsten Tag auch in Klimt zeigen. Also wenn du diesen Forellenbarsch hast. Ja, ich muss davon noch ein paar angeln. Aber ich glaube, du musst den wirklich selber angeln, weil ich muss ja meinen abgeben. Hier steht 0 von 1 Forellenbarsch gefangen. Ja, du musst ihn fangen. Leg den mal in die Truhe, dann gucken wir mal. Beim letzten Mal stand nämlich auch, dass ich den fangen muss, aber... Als ich den dann irgendwie aus der Truhe genommen habe, ging die Quest trotzdem weiter. Ich weiß nur nicht warum. Ja, ich sag's ja nur. Weil Zazian auch gesagt hat, dass du den selber fangen musst. Aber wir sehen. Ich angel davon 4 Stück noch und dann. Easy. So, wir haben jetzt 8 Uhr. Normalerweise wollte ich den Stream jetzt beenden. Aber ich glaube, es läuft ganz gut. Hä? Warum? Kopieren. Achso, ich sollte mich ins Bett legen, ja. Ich wollte eigentlich das Spiel Formel 1 2019 verschenken. Aber in meiner Freundesliste spielen das Spiel gerade so viele Leute. Dass ich mir echt am überlegen bin, da habe ich mir echt überlegt, das vielleicht selbst zu benutzen. Ich habe gehört, dass es echt gut sein soll. Man sagt, das macht mit mehreren Leuten echt Spaß. Und ich glaube, das hat die Jessie mir geschenkt. Tschüssi, es ist 10 nach 8. aber es ist ja gerade echt gut am Laufen. 7 Zuschauer, Chat ist aktiv. Ja, das geht, da kann ich eigentlich... Es wäre jetzt eine Schande aufzuhören. Ich bin jetzt ja. Nicht so müde. Laune hat sich instant verbessert. Es geht, würde ich sagen. Also ich bin trotzdem noch klar, natürlich ein bisschen hinüber. Aber das Spiel ist ja entspannt. So, warte mal. Hast du den Instinktsbums? Zwergwels, Karpfen? Nee, ich muss die noch fangen. Brauchst noch ein bisschen Geduld. Ah, du hast noch keinen im Inventar. Doch, ich musste den aber abgeben. Achso. Meine Quest ist wie gesagt eine andere.
So, Sekunde. Ich muss erstmal den Chat. Weitere Kürbisse. Stimmt, ich muss jetzt da nochmal was machen. Gestern war ja Ruhetag. Ich brauche aber noch ein bisschen Erze. So, hier kommt das organische Material rein. Das hat hier nichts zu suchen. Das da. Hier ist die Werkzeugtruhe. Ah, daneben ist die Mineralientruhe. Okay. So. Wir haben gar keine Erze mehr. Wir haben die alle verpulvert. Hat jemand noch irgendwie zwei Erze vielleicht im Inventar? Nope. Das ist natürlich interesting. Ah, super. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Kai. Sekunde, was geht's denn jetzt? Schau mal in die Truhe neben dir. Was nehmen wir? Ja, ich habe die Ärzte. Ja, ich weiß also, die du da gerade reingelegt hast. Das ist schon klar. So, Okay. Stimmt, du wolltest ja heute Abend, der Zatian wollte heute Abend Zelda Minish Cap streamen. Und könnte gerne später auch nochmal vorbeischauen. Aber der Kerl will erst nochmal in Ruhe futtern. Damit die Kunst des Vergessens nicht Tigerforelle. Ich gehe jetzt erstmal zu Clint. Nee, ich bin jetzt hier schon bei Pia. Ein paar Kürbisse. So, warte mal, wie viel Kürbisse hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So. Wir müssen aber ein bisschen wieder Zeug verkaufen. Ich guck gleich mal unsere Fresstruhe an, was wir da so alles haben. Und wir dürfen das Gemeindezentrum nicht vergessen. Da wollte ich jetzt gerade in den Mülleimer wühlen, da kam dieser blöde Levis raus. Der Zatjon streamt später. Jetzt bin ich Kupfererz. Hab ich doch. Hä? Wieso hab ich 28? Musst sammeln. Oh. Das steht da ja auch. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wie gesagt, ich sag dir, du musst es auch angeln, wenn da steht, du musst dasselbe angeln. Ist gut, ich hab's verstanden. Ich bin heute noch nicht so ganz auf, bin heute, was Stream angeht, nicht so ganz auf der Höhe. Das hab ich dir aber auch gesagt. Alles bevor gut. Ja, ich weiß. Ich hab das gesagt. Also ja. Darf ich auch mal failen. Hab ich auch nicht gesagt, dass das schlimm ist. Du hast es aber, es hat aber so geklungen, als hättest du es mir vorgeworfen. Das finde ich nicht so geil. Das wird auch nicht die Abigail geil. Der Demetrius. Der will an dir vorbeilaufen. Oh mein Gott, jetzt sprintet er aber. Ja, jetzt geht er aber ab hier. Jetzt aber hier. Wie von der Tarantel gestochen. Ich will Horizon Zero Dawn spielen. Ich bin da schon ganz fickerig drauf. Ja, es ist ein deutscher Ausspruch und der halt nicht das zu bedeuten, was ihr denkt. Pfui, wer Böses denkt. Puh. Ja, Mine verlassen. Jo, Alter, was geht ab? Zin ist so an der Leine. Alter, guck mal, wie der seine Mutter verbeugt, ey. Das kann nicht gut, wa? Dass der seine Route nicht abgebrochen hat. Ich muss auch mal wieder angeln. Habe ich hier noch nicht gemacht. Ich habe euch alle mit dem Angeln angesteckt, wa? Nee, aber ich irgendwie, wenn ich halt mal gucke, was ich halt so geskillt habe. Gut, ich habe am meisten Hofarbeit und Minenarbeit und Sammeln. Aber Fischen und Kampf.
Ich hab nur Fischen. Ich meine, ist ja an sich ja nicht schlimm, wenn sich jemand auf eine Sache spezialisiert. Ja. Naja, mache ich das mal offscreen. Wenn ihr alle schlafen seid oder keinen Bock mehr habt. Dann stelle ich mich auf unsichtbar und spiele die ganze Zeit Stardew Valley und dann bin ich auf einmal skilltechnisch weit und dann tschkbäh. Kannst du angeben. Auf jeden Fall. Hey, du hast die Erze gebracht, die ich haben wollte. Danke dir. Die Erze scheint von guter Qualität zu sein. Du kannst sie natürlich behalten. Ich wollte nur sehen, ob es in der örtlichen Geologie läuft. Hier die Bezahlung. Alles klar. Super. Kannst du mir ja auch gleich geben, die Erze. Ja, die müssen wir sammeln. Haben wir es doch gerade eben erklärt. Ja. Huch. Da hatte ich... Da hättest du mal zuhören müssen. Oh ja, Müll vom Clint ist geil. Oh, schön. So eine richtig schöne, schweißige Unterbuchse. Warte mal, ich habe da noch Geroden, die kann ich doch gleich. Oh, der Danok spielt Cuphead. Oh, ich will kein Cuphead spielen. Ich habe das Spiel und es ist cool und es ist optisch wunderbar, aber es ist Frust. Es ist Frust. Ich darf das nicht streamen, sonst bin ich wieder am Heulen. Wie in meinen ersten Anfängen mit Dark Souls. Aber nur in den ersten Anfängen. Warte mal, was kann ich dem jetzt in Gunther spinnen? Das hier ist Olaf. Das ist Olaf. Olaf, Olaf, Olaf. Und du bist? Richtig. Ich bin Gunther. So, Gunther. Gunther drunter. So, ich habe meine Quest fertig mit dem Fischen. Super. Neue Belohnung. Also bedeutet, ihr könnt alle mal ins Museum vorbeigehen. Und euch eine Belohnung holen. Nice. Jadenhügel. Oh, da gibt mir immer so scheiß Möbel. Alter, mein Haus ist so schon jetzt schon zugemüllt. Weil nachher habe ich mein Haus mit Möbel so zugemüllt, dass ich gar keine Bräute mehr im Bett vernaschen kann. Ich komme ja gar nicht mehr rein. Penny. Hallo Penny. Hey Penny. Na? Willst du mal meiner Münze drehen? Okay, der war schlecht. Was haben wir hier gefunden? Oh ja, gebrauchte Tampons von der Harley. Oh, das ist so ein dummes Geschenk. Und Korb von der Blonden gekriegt. Aber ich habe doch jetzt zwei Herzen bei der, oder? Die hatten mir jetzt ein Herz abgezogen. Scheiße. So. Hat sie? Nein, hat sie nicht. Ich glaube nicht, dass das geht. Moin, Willi. Hier ist deine letzte... Oh ja, das ist die Abigail. Abigail, Abigail, hier, bitteschön. Du hast mir ein Geschenk gebracht, dankeschön, bitteschön. Soll ich dir folgen? Ich bin der kleine Stalker und folge der Abigail. Ah, dann muss ich aufpassen, der Pia ist ja der Papa von der. Okay. Ich schaffe das erste Level von Reise des Präriekönigs immer noch nicht. Wenn ich das Ding alleine spiele, dann zeige ich dir mal, wie man ins fünfte Level kommt. Musst du noch ein bisschen mit deinem Joystick üben, Mädchen. Ja, so ein richtiges kleines Zockermädchen. Die Abigail, da geht die steil. Auf der Zeil. So, achso, ich wollte ja noch Kürbisse pflanzen. So, okay. Ich nehme die Kohle und die Erze mal. Kümmere ich mich mal darum, dass wir wieder Erzbarren kriegen. Und damit ihr eure Werkzeuge langsam auch mal verbessern könnt. Ich wollte auch mal wieder ein bisschen meinen gehen.
Faktor. Ich habe noch viel zu viel Energie. Aber wir haben unseren Hof ja schon leer geräumt. Was sagt denn unser Futtersilo? 424 von 480. Das ist okay. Das ist okay. So. Morgen gucke ich mal ein bisschen Hofarbeit an. Super. Sein Scheißfisch, ey. So. Es wird langsam Nacht, Jungs. Denk dran, beim letzten Mal, als wir zu zweit auf dem Hof schlafen mussten, weil wir es verkackt haben, hat das ewig 3 Tage geladen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie in dem Spiel heute so mehr rumgammel als schaffe. Ich weiß nicht, was man mit den Zwergrollen machen kann. Die kann man zwar verkaufen, aber die bringen so wenig. 1 Gold. Ja, die letzte Zwergenrolle, die ich verkauft habe, das war ja echt wie als hättest du deinen Sack auf Schleifpapier gelegt. Das hat ja im Auge wehgetan. So, das kommt da rein. Minerale kommen hier rein. Das bedeutet das dahin. Heute habe ich viel geangelt. Das ist super. Sogar die Penny. Aha. Hast du also auch die Penny geangelt? Ja. Ich verstehe. Verstehen. Du weißt, dass ich auf einen von euch warte. Ja. Gut. Immer diese Carlos. Nee. Auf die muss man immer warten. Ja. Ich mache auch das ganze Geld hier. Hättest du dir einen weiblichen Charakter nehmen können? Dann hätte ich ja wenigstens sagen können, dass man auf dich warten kann. Kai, du, Discord, jetzt, auf. Okay, er hat 1500 Tacken angeschafft. Das ist alles gut. Ich verzeihe dir dein zu spät kommen. Ja, ja. Was heißt hier? Ja, ja. Ja, ja, heißt leck mir am Arsch. Und das weißt gut. Du auch. Ja. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie die Jugend heutzutage drauf ist, aber in meiner Zeit heißt ja, ja, halt. Leck ja, mich ja. Am Arsch. Gut, das wächst. Das ist wunderbar. Leck mich doch am Zuckerli. Gib mir mal deine Spitzhacke. Danke. Nein, nicht geben. Warte, ich will das da hinlegen. Sekunde, ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt machen kann. Nee, ich glaube... Kannst du die nicht droppen oder in die Truhe legen? In die Truhe legen vielleicht. In die Truhe legen. Hast du deine Spitzhacke den Punkt gegeben oder was? Du hast doch noch eine. Ja, aber deine ist ja besser. Kannst du die nehmen? Ja. Okay. Kriegst du wieder. Alles klar, ansonsten gibt's mit der Keule erstmal. Oh, der Holzknüppel. Den nehme ich mir. Aber wie geil, ich habe eine Keule in der Hose für dich.
Er greift in die Tasche und schau, was es ist. Nimm sie in die Hand, hab keine Angst. Meine Keule bricht schon nicht ab, wenn du es anlangst. Ich hab was in der Hose für dich. Nee, komm, lass gut sein. Ich will ja jetzt hier nicht als, außer zu einem Bündel gespendet. Was? Bündel gespendet? Ah, diese Bündel-Dingsbums. Was Bündel? Das Fischerbündel. Ach so, okay. Die Keule. Perfekt. Alter. Geil. So, wir müssen irgendwas mit diesem scheiß Meteoriten machen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir mindestens mal eine Gold- oder eine Stahlspitzhacke. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe vergessen, was ich heute machen wollte. Kuhvergnügen. Bring Mani ein Bündel am Rand. Bündel? Wie mache ich denn ein Bündel? Wie mache ich denn ein Bündel am Rand? So, okay. Erstmal Zeug sammeln. Ich will die Beere aufsammeln und nicht irgendwie den Boden locker hauen. Vergesst nicht, auch beim Clint reinzugehen und langsam eure Werkzeuge zu verbessern. Aushilfe gesucht. Eine invasierte Krabbenart lebt in den örtlichen Minen und bedroht das einheimische Wildleben. Diese Kreaturen sind dafür bekannt, sich als Steine zu tarnen. Ich bezahle jemanden, um 3 davon zu erledigen. Demetrius. Alles klar, da bin ich doch dabei. Mit der dicken Keule läuft das super. Jetzt will ich aber erstmal zu Abigail. Ach so, die ist ja da unten. Ich denke immer, dass die Tochter von der Robin ist. Dabei ist sie das nicht. Hallo Abigail, da gehst du steil. Achso, ich habe schon 2 Geschenke der Abigail gegeben. Okay. Emily, Penny, Marnie, Rob. Warum hat die Robin jetzt... Ach so, bei der Robin hatte ich ja schon öfters 2 Herzchen. Okay. So, dann will ich jetzt erst nochmal den Mülleimer der Mädels durchwühlen. Oh ja, Slip-Einlagen, geil. Boah. Oh ja, Müsli-Riegel. Voll vorverdaut aus dem Mülleimer. Super. Das ist super, das ist toll. Den kann ich gleich der Harley schenken. Hey Harley, ich habe Müsli-Riegel für dich. Aus meinem Arsch, in den Mülleimer, in meine Tasche, in deinen Mund. Ich krall mir auch oft Abigail. Ja, die Abigail ist halt voll Abigail. Nicht Abigail, du musst geil schreiben. Du musst halt, das heißt, Justin wird das schreiben, wie das wirklich heißt. Wie die wirklich heißt. Die heißt hier nämlich ein bisschen anders. Achso, ich habe ja keine Spitzhacke, die habe ich... Oh. Das geil muss in Caps geschrieben werden. Ja, die Spitzhacke, ja gut, dann gibst du mir einfach morgen wieder, dann... Nö, die bald ich. Alter, ich schwör's dir. Gut, dann gehe ich mal ganz schnell zu Penny. Nein! Ja, scheiße, lass gelaufen. Penny aus dem Spiel! lass meine Spitzhacke aus dem Spiel. Kannst meine Spitzhacke haben, ist kein Problem, aber krall ich mir die Penny. Ali, Penny, ja, du kriegst Emily. Deine Spitzhacke ja wieder. Dann kannst du auch die Penny behalten. Kann ich nicht hier irgendwie eine Sklavenleine oder so behalten? Dann machen wir so einen Austausch. Ich bind der Penny hier so eine Sklavenleine an. Und dann kriegst du das andere Ende der Kette, wenn du mir meine Spitzhacke wiedergibst. Ja, ist okay. Ach ja. Hey Pierre, hast du mal ein bisschen Leder? Wofür brauchst du Leder für deine Tochter?
Alter Schwede. Alter Junge, was ist mit dir? Ich hab Gehirngulasch. Nicht nur das. Ja, passt schon. Man kann ja nicht immer serious sein. Obwohl ich das ganze Wochenende schon sage und eigentlich eher wie so ein Verrückter klinge. Aber solange es einigermaßen unterhaltsam ist, kann man das mal machen. Das wird bei Horizon Zero Dawn nicht so sein. Also lasst euch das gar nicht erst als, gewöhnt euch gar nicht erst an diesen verrückten Shitstormer hier, wie ich gerade. Oder wie ich es gerade mache. Das ist nur bei dem Spiel hier. Da gebe ich dir recht, Salzer. Der Punkt geht an dich, mein Lieber. Wunderbar. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Wollten wir nicht irgendwas bauen? Ansonsten versuche ich einfach mal zu angeln. Kann ich der Abenteurergilde beitreten? Müsstest du eigentlich können. Und wo? Das Haus neben der Mine. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat leider nicht so wirklich geklappt, mein Lieber. Ich habe zwar den Mod installiert, ich habe auch den Modder installiert, aber aus irgendeinem Grund kann ich bei der Robin kein drittes Haus kein neues Haus kaufen. Das bedeutet, die Mod zündet nicht. Aus irgendeinem Grund. Aber wie gesagt, wenn der Slugs hier irgendwann mitspielen will und die Küstenvogel irgendwann mitspielen will, machen wir einfach unsere eigene Farm auf. Dann sind wir da auch zu dritt. Und vor allem habe ich mir die Mod mal angeguckt, da gibt es viel zu, da gibt es auch ganz viele Bugs. Das bedeutet, die Leute, die jetzt noch ein extra Haus bekommen haben, die fliegen aus der Farm raus, wenn der Farmer schläft. Also wenn du jetzt 5 Leute drin hast, fliegen mit der Mod irgendwie die anderen Farmer von der Farm, wenn der Typ sich hinlegt und ich weiß nicht. Dann machen wir lieber eine normale Farm auf. Und machen dann einfach, keine Ahnung, 2 Spielstände und gucken dann, wer dann wie, wo, wann reinschaut. Das hat sich, glaube ich, mit den Versionen so Stück für Stück entwickelt. Auf jeden Fall habe ich mir die Bugs und die Fehler angeguckt. Und und nach ein bisschen Arbeit mit dem Übersetzer gab es dann doch ganz schön Probleme. Blub, blub. Alles klar, beim Justin geht's los. Warum will ich jetzt schon ins Bett gehen? Ihr verwirrt mich. Ja, im Regen kann man nicht viel machen. Ich schreibe den Kleinen gleich nochmal an. Ich könnte eigentlich nochmal bei der Mani über den Hof rennen und gucken, ob ich da noch irgendwas finde. Alter, erschreck mich doch nicht so, Kai, Alter. Kommt einfach in die Mine von hinten angesprintet. Aha, von hinten also. Ist das ein Schwein mit Sonnenbrille? Jetzt klaut er mir hier alles. Ups. Okay. So ein Sack. Unsere Svetlana hat gesagt, das Spiel liegt ihr nicht. Das bedeutet, ich muss irgendwie gucken, dass ich die. Oh, 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 oh. Dass ich die rausschmeiße. Ich weiß nur nicht, wie das geht. Weil dann hätten wir wieder Platz auf der Farm. Hat er sich nicht das Spiel extra gekauft? Ja, du kannst es ja nach. Wenn du es weniger als 2 Stunden spielst, kannst du es ja wieder zurückgeben. Achso. Also versteht das Spiel halt nicht wirklich. Da denke ich mir halt auf der einen. Achso, in die XML-Datei, okay. Naja, ist ja kein Problem. Da muss ich wahrscheinlich in der XML-Datei einfach nur den passenden Wert Einstellungen rausmachen. Schade, dass es im Spiel nicht geht.
Das wäre schön, wenn sie die Funktion zumindest so umgeschrieben hätten, dass sie das, dass man das hier mit der Steuerung reinmachen kann. Ich sag's mal so, so richtig fachmännisch bin ich jetzt, was Proggen und Scripten angeht, nicht, aber ich weiß, wo man, ich weiß, wie man das, was man braucht, sich aneignen kann. Von daher. Saufen! Das erinnert mich an etwas. Slugsy! Ich gammel hier echt gerade nur rum. Ihr wisst, dass ihr nach Hause kommen solltet. Ja. Okay. Da gab's mal, auf YouTube so einen Stream. Da habe ich auch ein bisschen zu viel getrunken. Und unser Let's Play Together Mario 64. Ich könnte eigentlich mal ein paar Bäume pflanzen. Obwohl, Holz haben wir genug. Oder doch nicht. Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Och man, ich will lieber Horizon Zero Dawn spielen. Aber das lässt sich noch nicht installieren. Ja komm, wir haben 12 Uhr. Ich leg mich mal ins Bett. Aber wir sollten zurück. Warum braucht ihr denn immer so lange? Ich habe da kein Problem damit, früh ins Bett zu gehen. Ich bin der Farmer von nebenan. Wenn ihr nicht schnell rankommt, dann hole ich euch ran. Bauernboy, ich bin es. Oh, seht ihr diese Schritte? Oh, wir tanzen den Bauernboy wie Spider-Spein. Guck, oh. Alle tanzen Bauernboy. Großstadt, kleine Stadt, kleinere Stadt, noch kleine Stadt, Vorstadt. Junge, was ist mit dir? Ich fahre mit dem Traktor mit 20 Zoll Felgen vor. Im Heu spielen wir und bauen unseren vor. Jetzt komme ich in dein Bett und hab viel Spaß. Dieser Typ ist so eklig. So ein richtiger kleiner Puppe-Herzenprinz. Wenigstens bin ich im Bett. Das ist also der Prinz von Analistan. So, genug Witze über Rosetten schlemmen und Po-Wasser schlürfen. Haha, wir haben Kohle gemacht. Alter, der Hopfen, der ist ja echt für den Arsch. Wir brauchen den, warum verkaufst du den? Weil wir, das war nur gute Hopfen. Ich habe den schlechten Hopfen nicht verkauft. So. Ich verkaufe nur Sachen mit Silber- und Goldstern. Leute, Topfen haben wir eigentlich trotzdem noch genug. Ey, du scheiß Krähe, du Lümmel! Ja, du musst hier doch noch ein Dingsbums hin machen. Stimmt, wir haben ja noch eine. Wir haben ja noch eine Vorschläge. Du Heinrich. Hier, du Edmund Stoiber. Guck, siehst du, wir haben noch 8-mal Hopfen. Eine bittere, würzige Blume, die Bier seinen Geschmack verleiht. Ist da jemand am Gießen? Denk dran, du gibst hier. Ich hätte gern meine. Ja, du kriegst meine. Hier, du kriegst meine alte, wo ich schon dreimal drauf gekackt habe. Fick dich! Warum will ich jetzt die. Jetzt habe ich diese Kackspitzhacke. Wo ist dein Haus? Wo steht das? Lass dein Haus aus dem Spiel. Oh, jetzt geht's aber los. Alter, ich habe eine dickere Keule als du. Dafür habe ich jetzt eine fette Spitzhacke. Oh, wie sich das anhört. Oh. Jetzt gib mir meine Spitzhacke. Jetzt leg die Spitzhacke da wieder rein und nimm deine wieder. Kannst dich selbst verbessern. Ja. Ich hab mich drum gekümmert, dass wir genug Dings. Mach mal den Weg wieder dahin, bitte.
Willst du mir mal noch eine rüberhauen? Natürlich, ich hau dir das Gehirn weich, dann gibt's Gulasch. Protein Gulasch. Ich weiß nicht, ob man dein Gehirn genießen kann. Aber Hauptsache, man hat was im Topf. Warum kriegt der Hund eigentlich kein Wasser mehr? Ja, wer vergisst denn hier den Keil zu... hallo, wir haben hier... Wir lümmeln hier mit drei Lümmel rum, weißt du? Mit drei Schniedelwurzel. Und dann schafft's keiner mal, dem armen Hund Wasser zu geben. Bäh, bäh, bäh. Nur am Rumweinen bist du. Klar. Oh, warte mal. Oh, schade. Warum machst du diesen Hund jetzt nass, Alter? Ey, lass ihn doch mal ein bisschen... Ich will auch mal ein bisschen Spaß haben. Der ist so nass, dass er unsere Felder bessert. So, erlege Monster. Stimmt, ich muss ja die Steinkrabben klatschen. Na dann. So, warte mal. Oh, die Emily hat jetzt auch, gibt mir jetzt auch drei Herzen. Oh, wie geil ist das denn? Marnie, Robin, nur die Harley nicht. Ja, ich hab die Harley nicht so tolle Sachen geschenkt. Alles cool. So, als erstes mal hier. Der Julie im Mülleimer. Oh, gestern gab's grün. Oh, es war knapp. Ja, der Vincent mich fast beim Müllgammeln erwischt. Nicht so toll. Naja, auf jeden Fall will ich jetzt erst nochmal in die Mine. Hey, Penny, was geht? Na ja, klar, mach das ruhig. Abigail hat am 13. Geburtstag. Die Abigail? Ja, die Abigail. Die Abigail? Ja, die Abigail! Auf jeden Fall, ist aber hier... Da geht's aber rund. Du feierst eine Privatparty. Ja, wir müssen uns echt um den Hund kümmern, sonst kommt der Justin vorbei und zieht uns echt den Lümmel lang. Das geht nämlich gar nicht. Ah, der Hund kommt schon klar. Wenn er kein Wasser kriegt, kann er ja was aus den Wasserspendern trinken. So, ich muss diese Krabben klatschen. Bäh, das macht Aua. Ich nehme trotzdem noch ein bisschen Dingsbums mit. Jo, gut. Mit Schleim werde ich mich jetzt nicht anlegen. Da werde ich mir die Energie sparen. Ah, eine Gerode. Ich glaube, ich sammle einfach die Geroden mal, bis ich auch wirklich 10, 15 Stück von denen habe. Weil wegen jeder Pissgerode da zum Runterzugehen ist jetzt auch... Ist mir jetzt auch irgendwann zu doof. Pissgerode also. Bitte? Oh, hier habe ich aber was Schönes. General spielt Rise of the Tomb Raider. Der Nachfolger von dem, was wir beim letzten Mal hier bei mir auf dem Kanal gesehen haben. Und das Spiel, was es letztes Jahr, glaube ich, auf YouTube gab. Als ich noch auf YouTube gestreamt habe. Habe ich hier wieder so eine Leiter übersehen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, komm schon, ernsthaft. Okay. Kann man eigentlich auch die Angel verbessern oder kann man sich nur die Standardangeln holen von diesem
Du musst drei Fragen. Ich hab nicht. Ich hab keine Ahnung. Okay. Oh, das hat richtig Aua gemacht. Irgendwie finde ich gerade keine Minenkrabben. Zum Glück heißt der Hund nicht Justin, sonst hätten wir schon längst eine geschallert bekommen. Auf jeden Fall. So, warte mal, es gibt bessere Angeln, aber ihr müsst, ihr müsst euch verbessern. Ah, okay, wir können Angeln kaufen, aber ich glaube, der verkauft uns nur anhand von unserem Skill die Angeln. Ich weiß nicht, ob alle sich verbessern müssen oder ob es reicht, wenn es einer macht. Ich suche diese scheiß Kackkrabben hier. Die kommen, glaube ich, erst in einem späteren Bereich von Dingsbums. Normalerweise habe ich ja kein Problem damit. Ich finde die eigentlich immer. Nur wenn ich sie suche, okay, finde ich sie nicht. Ja. Das Miese. Ist. Belastend. Aber wundert mich. Normalerweise müssten die doch schon längst kommen. Ich meine, ich bin der sechsten Ebene. Na gut, dann wollen wir mal. So, hallo Krabben, kommt doch her. Ich hab einen Schläger hier. Yeah. Den hau ich euch um den Kopf, bis das Blut aus der Nase tropft. Juck bei die und juck bei do, das Krabbenprügeln macht mich froh. Da haben wir eine, komm her du Lümmel! Bäm, schluck das du Stück Scheiße. So, eine Krabbe haben wir schon mal. Demetrius ist der Mann von der Robin. Lol, kommen hier auf einmal 10 Fliegen auf mich losgeflogen. Ja, das ist ab einem. Die Mücken hier sind echt grausam. Wenn du zu tief in die Mine gehst, bist du ganz schnell am Arsch. Das ist echt übel. Hast du schon die Krabben besiegt? Nö, ich habe die Quest gar nicht bekommen. Ja, wundert mich nämlich, warum hier überall so die Leitern schon da sind. Es kann sein, dass ich dir gerade einfach nur hinterherlaufe und keine Krabben. Ja, tust du. Aber ich kill halt gar keine Krabben. Ich habe selbst noch gar keine gefunden. Lol. Wurde Kai gerade irgendwie umgehauen? Wahrscheinlich. So macht man das. Da hast du gerade irgendwas umgehauen. Auch so ein Knüppel. Oh, oh, oh. Ah, da Karton. Sind die Dinger. Da sind die Dinger. Hier. Die wollen sich nur nicht zeigen. Ah, jetzt. Alter, was geht denn hier? Ich sterbe. Du, hier stirbt niemand. Ist einfach nur mit einem richtigen Knüppel dran. Alter, der Knüppel ist echt der Hammer. Ups. Ey. Ne, ich bin ein kleines Monster. Bam. Kannst du mit deinem kleinen Stachel da nichts anfangen. Ich find's geil, wenn man das irgendwie reparieren könnte. Das Ding.
kommen. Boah, One Hit. Geil. Ich habe also das Gefühl. Auf die Schnauze. Oh, hier ist noch einer. Krass. Komm her. Super, jetzt muss ich mit Demetrius reden. Gut, ich bin fertig. Was ist das denn? Die sind eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Was habe ich für einen Status? Aus dem Weg! Boom. Ganz toll. Hast du super gemacht. Ich weiß, danke. Oh. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir wieder runterkommen. Hallo Mücke. Alter. Schluss im Karton. Flutsch. Ein Weg nach unten hat sich geöffnet. Ah, hier. Och, ihr müsst mal kurz auf mich aufpassen. Oh, fuck. Wir müssen ja wieder zurück. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Nee. Ja, doch, schaffen wir schon. Wir müssen ja nur hier einmal runter und dann einmal hoch. Und dann können wir die Mine verlassen. Nee, ich würde sagen, wir gehen noch eine Ebene runter. Dann können wir nämlich den Aufzug leicht aktivieren. Weil alle fünf, alle fünf Level gibt es einen Aufzug. Das bedeutet, wir können dann später sowieso... Aber ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr. Doch, ich habe hier einen Weg gefunden. Super. Wunderbar. Ihr könnt jetzt gehen, ich habe den Aufzug aktiviert. Aber ich glaube, wir schaffen es auch nicht generell nach Hause. Nee, würden wir gar nicht schaffen. Dafür geht es zu schnell voran. Na, vielleicht, mal gucken. Also ich werde es wahrscheinlich definitiv noch in mein Haus schaffen, wenn ich den Hof erreiche. Nee. Noch. Hoffentlich müssen wir nicht wieder so ewig in 3 Tagen warten, bis das Spiel das irgendwie gecheckt hat, dass wir noch weiterspielen. Ah, es hat geklappt, nee. Super. Ja, der eine war ja nicht da das letzte Mal. Kampfstufe 2, Lebenspunkt und Lebenselixier. Geil. Graf Wallner hat es nicht ins Bett geschafft. Dingsbums hat es nicht ins Bett geschafft. Und du bist oh, wir haben aber viel Geld verloren. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld er mitgenommen hat, aber er ist sofort weggerannt, als ich näher kam. Pass besser auf, Linus. Ja, 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 natürlich. Du bist der liebe Samariter, ist klar. Ups. Das passt. So, okay. Der Kohl ohne Stern kommt hier rein. Genauso wie die Alge. Der Müsli-Riegel. Die Höhlenkarotte. Das ist der Mineralienstein. Da kommt erstmal das ganze Kupfer rein, dass ihr euch mal ein bisschen was gönnen könnt. Das bedeutet, hier kommt das Holz rein. Und das hier. Und das hier. So, das kommt zum Verkauf. Ups, nee, falsch. Ich Idiot. Okay, das, das, das. Ja, genauso wie das. Okay.
Süßkartoffel, okay. So, ich guck gleich mal, wie es im Chat weitergeht. Linus hat safe. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, gut, ich gönn's mir ja. Ich meine, ob der Sandstein was bringt. Das wäre das Zwergenartefakt auf jeden Fall nicht. Was machst du in meinem Haus? Warum bist du in mein Haus gegangen? Gut, guck ich mal, ob hier im anderen Feld irgendwas reif ist. Ich glaube, Mais können wir sammeln. Wartet mal, wer schon das vierte Herz bei Penny hat. Aha. Ja. Du kleiner Lustmolch. Es geht schnell. Ich weiß auch, wie es geht. Ja, man muss einfach das geben, was er will. Ja. So. Die ist geil auf teure Gegenstände. Ich hab ihr den Diamanten gegeben und sie so, oh geil, ich krieg's erstmal das fünfte Herz von mir. Das hat sich leicht falsch angehört. ich hab Angst vor dir. Oh Mann. So. Ich weiß nicht, auf was die Abigail noch so steht. Aber ich weiß, dass sie Blumen mag. Ich glaube, die mag so richtig fette Lachse. Ja, auf jeden Fall. Schönen dicken Zitteraal. Aquamarin. Donnerei. Alamit. Tapas. Ah, ich bin nicht ganz sicher. Haben wir noch einen Topaz? Bitte? Haben wir noch einen Topaz? Ja, warum fragst du? Ich brauch den. Okay. Für eine Quest. Ja, okay. Kannst du den behalten? Nö. Schade. Bringt aber 300 Gold Geld. Ja, das ist immerhin etwas. Ich weiß nicht, im Herbst habe ich so das Gefühl, dass wir da nicht so viel Kohle gemacht haben jetzt, sondern eher mehr ausgegeben haben. Ja, wegen den ganzen Kürbissen. Eine invasive Krabben. Abso. Ich muss ja nochmal mit Dimitrios quatschen. Hä? What? Wieso? Wer hat denn mit... Das ist komisch. Warum ist die Quest jetzt weg? Abgelaufen wahrscheinlich. Och Mann, das ist doch... Wieso? Ah, Sonntag, da ist Piers Laden zu. Mal ich mal gucken, wo ich die Abigail finde, aber ich glaube, die ist irgendwo im Haus, weil es regnet. Obwohl, die steht, glaube ich, auf Regen. Meine ich. Da ist er. Hallo, Abigail. Du hast mir ein Geschenk gebracht? Dankeschön, bitteschön. Was soll ich heute tun? Wie wär's, wenn wir mit deinem Steuer... Nee, komm. Ich denke drüber nach, meine Haare wieder zu färben. Was meinst du? Färb sie schwarz, warum nicht blond? Wie wär's mit einem krassen Pink? Ich mag deine Haare, wie sie sind. Natürlich würdest du... Jungs, oh, Scheiße. Wir brauchen ganz viel Geld. Für eine richtig geile Angel. Scheiße, ich glaube, das war nicht so eine geile Antwort. Obwohl, Pink würde ja bestimmt auch stehen. Oder Schwarz wäre wahrscheinlich die richtige Antwort. Was hast denn du gesagt? Ich habe gesagt, ich mag deine Haare so, wie sie sind. Wie teuer ist denn die Angel, die du haben willst? Dann müssen wir wie viel... 7500. Okay, ich guck mal, ob wir irgendwas in den Truhen haben, was wir vielleicht verkaufen können. Weil wir müssen ja jetzt keine 200 Blumen oder so einen Scheiß haben. Ja. Ich verkaufe auch mal gerade die Fische, die ich alle geangelt habe. Ich würde mal
mal sagen, wenn wir 5 Pilze haben, Tomaten können wir ein paar verkaufen. Grünalgen können ein paar weg. Die geben halt alle nicht so viel. Aber Pilze kriegen wir ja kostenlos. Stimmt. Wer gießt denn gerade die Pflanzen da hinten? Eigentlich keiner, weil es gerade regnet. Ach so. Wohin muss ich da? Zu Sam. Wo ist Sam? Wo wohnt Sam? Weiß jemand von euch, wo Sam wohnt? Ich glaube, Sam ist der Sohn von der Carolyn. Da wohnt unten links neben den neben der Frauen-WG, wo ich immer rumhänge. Okay. Da warte ich immer, dass die Emily und die Harley duschen gehen. Aber die haben sich Vorhänge gekauft und deswegen gammel ich da nicht mehr rum. Gut, hab ich. Sam ist nicht der Mann von Jodie, es ist der große Sohn von ihr. Ja. Sam ist nämlich ledig. Das ist ihr. Ja, das ist der große Sohn von ihr. Ihr Dingsbums. Der Clint hat zu. Ah, fuck. Der Mann von der Judy ist nämlich Soldat. Und der kommt, glaube ich, nächstes Jahr im Sommer irgendwann wieder. Das hat die irgendwann mal so nebenbei erklärt, als ich versucht habe, mich an die Rand zu graben. Da wusste ich halt noch nicht, dass man nur die ledigen Leute irgendwie, dass es nur Sinn macht, bei den ledigen Leuten den Hof zu machen. Jo, 5 Krabben. Wie viele haben wir es denn jetzt schon? Oh, wir haben schon 9. Ich bin schon wieder länger im Stream als gedacht. Ja, ich denke mal, 3 Stunden reichen für heute. Dafür, dass ich nur ein Stündchen eigentlich wollte. Ich würde dann die Farm auch ganz gerne zumachen. Ja, aber lass noch die Nacht machen, bitte. Ja, klar, wir machen den Tag noch locker fertig. Wir machen den Tag noch locker fertig. Warum haben wir 14 Schatzkisten? Wo hast du die her? Oh. Wir haben oben in der Kiste 14 Schatzkisten. Lol, schon wieder? Hat man die geangelt oder hat man die irgendwie so eingesetzt? Weil sonst würde ich sie wegschmeißen. Ja, schmeiß sie weg. Also du hast sie nicht geangelt? Nö. Okay, dann sind die von Makoto, also sind die von Kai wahrscheinlich. Sind die von dir, Kai? Sag Bescheid, dann schmeiß ich die nämlich weg. Okay. Kommen die in den Müll. Zwar schön, dass wir gut Kohle brauchen, aber das macht halt so, ich sag's mal so, wenn es zu viel ist, macht's halt keinen Spaß. Oder hast du die legal geangelt? Nicht durch diesen Code. Kann man die überhaupt angeln? Ja. Beim Angeln kannst du Schätze finden. Also wenn der Marco sie geangelt hat, dann bleiben die bei uns im Inventar. Wenn er sie durch diesen Code hat und ehrlich zu uns ist, dann kommen die in den Mülleimer. Durch den Namen, okay. Gut, diese Schatzkisten haben wir dann durch den Namen bekommen. Sei mir nicht böse, aber das hatten wir ja besprochen. Jo, mal gucken, wie viel Kohle wir am nächsten Tag jetzt machen. Das wird dann auch der letzte Tag für heute. Ah, lege ich mich schon mal hin. Ich habe eh nichts zu tun gerade. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Schätze sind wirklich schwierig zu kriegen, weil in der Zwischenzeit haut die einfach der Fisch ab.
durch den Namen von dem Marco, von dem Kai, kriegt er am Start, wenn du, deswegen hat er hier zum Beispiel Svetlana, Carlo, ich, haben alle normale Namen, außer der Kai, der hat diesen 166-645-190, sieht aus wie eine IPv4, nur dass die Werte 645 zu hoch sind. Das sind die Item Codes. Dadurch kann er in seiner Truhe ganz viele, ein paar Sachen halt drin haben. Und dementsprechend, ich weiß, dass da nicht immer was drin ist. Es ist aber schwierig, generell den Schatz zu bergen. Von daher. Naja, geht eigentlich. Wenn du nicht immer die schnellsten Fische drin hast, dann geht's eigentlich fit. Okay. Ich denke mal, das geht auch etwas besser. Ich glaube, ich bin ja noch nicht so weit in dem Spiel. Das bedeutet, das maximal, was ich vom Angeln kennenlernen, ist, wenn man die erste Stufe hat. Und von daher habe ich halt auch noch keinen großen. Ich habe auch noch keine bessere Angel. Ja, ich weiß, deswegen habe ich sie ja weggeschmissen in den Mülleimer, ohne dass wir Geld dafür gekriegt haben, Justin. Das werden wir jetzt sehen, ne? Ich habe sie in den Mülleimer geschmissen, ich habe den nicht. Das werden wir ja sehen. Ich muss mich vor dir nicht rechtfertigen, ich bin doch live, du Affenkopf. Gleich sind sie da so 10 Schatztruhen in der Kiste drin gewesen. Dann fliegt er. Also irgendwann muss auch mal gut sein. Nice, Money. Der Sandstein bringt so gut wie gar nichts, ist ja doof. Ja, die Grünalgen haben gut was gebracht. Ja, die Grünalgen hätten wir eventuell behalten können. Oh, die gewöhnlichen Pilze, die haben richtig was gebracht. Wegen dem Fischchen-Teilchen. Ja. Die hätten wir behalten können. Das war blöd. Ich glaube, die habe ich aus Versehen verkauft. Oh, alles gut. Na gut, die kriegen wir ja wieder. Ja, die Pilze haben echt was gebracht. Das war eigentlich eine gute Idee, dass wir dem Dimitris gesagt haben, dass er da in unserer Höhle die Pilzkultur ziehen kann und nicht diese Fledermäuse, die ab und zu mal irgendwelche Früchte da lassen. Das lief ganz gut. Noch 1-2 Tage, dann kannst du dir deine Angel durchaus kaufen. Was erwartet uns morgen? Hallo, es ist gerade Brombeerzeit. Die Büsche sind voll mit ihnen. Ich würde auch gerne ein paar pflücken, aber ich habe meinen Korb verloren. Kannst du uns helfen? Kannst du helfen, Linus? Ah, dir helfe ich natürlich gerne, Linus. Er hat den bestimmt. Er hat keine Ahnung, wo er sein könnte. Na gut, alles klar. Ich würde aber sagen, wir machen für heute Schluss. Generell, auch mit der Angel. Wenn ihr mit mir quatschen wollt, ich bleib gerne noch im Discord, ist kein Thema, aber ich mach Stardew Valley aus und ich mach den Stream aus. Also seid nicht sauer, wenn ihr gleich alle rausfliegt. Ihr drei. Nope. Warte. Ist ja eh egal. Der speichert ja nur nachts. Das bedeutet, alles, was wir jetzt machen, müssen wir am nächsten Tag sowieso wieder neu machen. Von daher. Goodie. Jo. Auf jeden Fall, vielen Dank. Ich bin dann aber auch auf jeden Fall raus. Vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Auf jeden Fall. Gerne. Ich habe mich dazu überreden lassen. War doch länger als gedacht. Ich muss ja nochmal die zwei. Ich geh jetzt nochmal ganz kurz Pipi machen. Dann mache ich noch die Akkus in die Ladestation für meinen Controller. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, Discord-Link hattet ihr ja. Und wenn da irgendwie noch jemand quatschen will oder so, soll er gerne in der Lobby Bescheid sagen. Bis dahin, bleibt sauber, haut rein, ciao mit V.